Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zum 11 Tage Lucky Block King Special Film mit einem Zusammenschnitt der geilsten Lucky Block King Erlebnisse der letzten 7 Jahre. Ich wünsche euch sehr viel Spaß, flankt den Like-Button, let's go! Let's go. Wir beginnen mit den Ninja-Lucky-Blöcken, Leute. Block Nummer 1. Was kriegen wir raus? Wir kriegen Hauptpreis. Wir lassen dich am Leben... Wow, danke. Danke, dass ihr mich am Leben lasst. Oh, was haben wir hier? TNT und eine Redstone-Fackel. Das können wir leider auch nicht so wirklich gebrauchen. Wir machen weiter mit. Eine Tür. Ich habe eine Tür bekommen. Das ist ja mal der brokeste Drop ever. Eimer. Hey, ich krieg ja nur noch so Käse, Leute. Oh. Das Meister-Katana, Leute. Ja, das bewegt sich sogar. Ja, das ist auf jeden Fall ein Schwert, was man nehmen kann, Leute. Es geht weiter, wir brauchen die Spitzhacke. Zack, hier ist auf jeden Fall schon irgendwie fette Action auf den Nachbarinseln. Ich habe so gefühlt 2 Meter zu meinen Nachbarn. Wow! Da hat jemand ein fettes Dungeon bekommen. Ich habe so gefühlt 2 Meter zu meinen Nachbarn. Ich weiß nicht, ob das gleich ein Problem wird. Ninja-Schwert. Okay. Das sieht nicht so heftig aus und ist auch nicht so heftig. Leute, das Meister-Katana ist da definitiv besser. Ich glaube, aus den Pixelblöcken kann auch mega nicer Stuff kommen. Bin ich echt auch gleich mal gespannt. Wir machen weiter mit dem Computer. Computer Nummer 1. Da haben wir einen Regenerations 2 Edelstein. Okay. Ein Sommer-Lucky-Block. Oh, nein. Alter, ist das Meister-Katana stark. Ich hab den ersten Tod, Mann. Das ist doch nochmal dein Job, Elina. Was ist denn da los? Was? Oh, Leute. Ich muss mal die Case öffnen und ich ziehe mir mal die Dia-Rüstung an. Die brauche ich sowieso nicht. Zack, zack, das kann alles weg. 16 Pluralblöcke habe ich bekommen. Und Speed 2. Ein Speed 2 Ring. Den ziehen wir uns definitiv an. Und 16 Plural, Leute. Die gönnen. Wow. Nee. Überlebe ich das? Nein. Boom. Oh Gott. Computer, Leute. Zack. Blub. Was ist denn das, Leute? Essensmodifizierungschip, kombinierbar mit Äpfel, Karotte, Melone, macht Essen unendlich oft essbar? Leute, kann ich das auch mit so Fantasia-Berries oder so kombinieren? Shit. Das wäre ja mit... Was hast du bekommen? Computer-Lucky-Block, Leute. Wir kriegen eine Schaufel raus. Also, muss sagen, so dropmäßig heute ist noch nicht so geil. Da müssen wir, glaube ich, uns echt mal die Mitte gönnen. Was haben wir hier? Computergehäuse, Beinschutz. Okay, eine Computergehäuse-Rüstung. Aber ist halt nicht unzerstörbar, Leute. Alles Gute kommt von... Oh, ein paar Erze. So, jetzt aus den Sommerblöcken. Da kam immer richtig nicer Stuff raus. Da muss jetzt mal was Geiles... Mann, ich krieg nur schlechte Sachen. Ohne Witz. Was habe ich rausbekommen? Einfach gar nichts, oder wie? Sommer, wir machen weiter, Leute. In Beacon. Ey, ich krieg nur noch so Käse-Drops, Leute. Wieder? Das ist ja... Das darf da nicht wahr sein, Leute. Was ist denn hier los? Da kriege ich einfach gar... Oh, du... Leute, Banks Unterhose. Zack. Nice, Leute, Alter. Oh Gott, da sind... Ach du, was geht hier ab, Leute? Hier geht's auf jeden Fall ziemlich ab. Ich muss einen Enderdrachen töten. Ich will die XP haben. Hilfe. Alter, wie es hier abgeht, Leute. Oh, der Erste ist gestorben. Banks Unterhose, Feuerschutz 3. Was, die ist nicht unzerstörbar. Wow. Die ist ja nicht mal nicht unzerstörbar. Okay, wir haben eine Axt rausbekommen. Kann die was? Nee, Lucky Axe, die kann leider nichts. Ein paar Spawn-Eier. Die, wow, die halt... Okay, die, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Pixel Lucky Block, wir machen weiter. Wir haben einen Bogen. Lucky Bow. Mann, also Idina, wie sehen denn deine Drops aus? Ich habe hier echt nicht so geilen Stuff bekommen heute, muss ich sagen, aus meinen Inventarblöcken hier. Ich auch nicht. Das Beste, was ich gekriegt habe, ist das Super Lucky Sword. Und das ist ja dieser Troll. Okay, Leute, aber wir können natürlich uns in die Mitte hier stibitzen, weil da sind die Pizza Lucky Blocks. Die haben uns noch nie enttäuscht, Leute. Jetzt, ich glaube, ich bin der Erste in der Mitte, oder? Ja, sieht ganz gut aus. Okay, zack, wir brauchen die Spitzhacke. Pizza Block. Da kam, ich glaube, Teig oder so raus, ne? 64 Pizza Bogenmunition. Ich habe Pizza Bogenmunition. Oh Gott, Elina! Nein! Hey, ich habe Pizza für einen Bogen. Okay, ich habe hier Stuff rausbekommen. Alter, ein heftiges, scharfes Messer und ein Dia-Schwert. Okay, und aber Leute, ich brauche doch den passenden Pizzabogen dafür. Den habe ich jetzt gar nicht. Den muss ich, glaube ich, noch... Oh Gott, Leute. Böse. Müssen aufräumen. Kriegen wir. Kein Problem. Zack. Elina, was hast du so für Drops eigentlich bekommen? Nein! Das war ja richtig bitter. Ich wollte dich zuerst trollen. Oh, und dann, ja, das ist nämlich Phantasia. Nein, als ob sie jetzt das Phantasia bekommt. Nein. Jawohl. Das darf nicht wahr sein. Oh, auf dem Boden, Leute. Let's go up ins Wasser. Hui. Nice, Leute. Haben wir aber ein bisschen Phantasia auf dem Boden gefunden. Alter, Kalli ist hier auch unterm Wasser. Der gönnt sich auch das Phantasia. Geh down. Ja, Mann, ich dachte, ich bin der Einzige, der die Idee hat. Oh Mann, Leute. Ich sammle das jetzt hier alles auf. Das Risiko ist ja viel zu groß, das. Wobei, Kali hat ja eh die Phantasia-Insel. Der wird sowieso Full Phantasia bekommen.
Leute, wir müssen erfolgreich die Mitte looten. Die Pizza-Lucky Blocks warten auf uns und dafür gönnen wir uns jetzt erstmal. Wir gönnen uns erstmal hier dieses nette Teil, dann dieses nette Teil. Ups, ich habe mich verdrückt, Leute. Gib mir eine Sekunde. Dann dieses nette Teil und dieses nette Teil, Leute. Und dann blub, blub. Und zack, 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 zack. Und zack. Und ich kann fliegen. Wie viel habe ich Full Fantasia? Danke geht raus an Kalli dafür für das Sponsoring der nicen Blöcke. Oh Gott, die Mitte hat so zerfetzt, Leute. Okay, machen weiter. Pizza, komm. Was haben wir da rausbekommen? Ich habe keine Ahnung, was wir da rausbekommen haben. Ich baue es mir weiter die Mitte ab. Ich habe nicht so viel Zeit. Oh, noch ein Edelstein. Ein bisschen TNT, alright. Unterhose. Du hast meine Unterhose? Ja. Alter, nein. Geht weg. Ich baue jetzt erstmal wirklich so schnell ich kann die Mitte ab, Leute, weil wir wissen nicht, wer hier mit OP-Stuff kommt. Solange wir hier noch gechillt, die das Full Fantasia haben, denke ich mal, haben wir ganz gut Zeit. Okay, das sind Pizzatrenner, dann hier nochmal eine leere Pizzaschachtel, dann irgendwelche Bags, eine Pizzateig-Brustplatte, ein weißer Edelstein. Okay, mein Inventar ist komplett vollgemüllt, Leute. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir räumen jetzt erstmal hier alles ein. Ich möchte diesen Pizzabogen noch haben, da bin ich scharf drauf, Leute. Ich habe ja diese Pizza, oder kann ich mit jedem Bogen dann die Pizzateile schießen? Das wäre ja auch eigentlich ganz geil. Ich sammle hier jede Menge Zutaten ein, Leute, für die Pizzen, die wir uns... Wow! Ein Teigmonster! Hat er das gedroppt? Nein, er hat die Waffe nicht gedroppt. Alter! Joi, geht's aber ganz schön ab. Ja, als ob die alle mit ihren... Oh. Ciao, Edina. Wie viel Damage hat denn dein Schwert? Hör auf! Oh. 252. Also, okay. Wow, Baumasterchen ist hier am Start, Leute. Der eine hat das Seeschellenschwert, oder wie das heißt. Sonnenblumenschwert. Leute, wir räumen erstmal auf in der Mitte. Hier geht's in der Mitte ab, ne? Boah, Lina, du hast den mega nervigen Verwirrungsbogen. Das ist ja übelst nervig. Ah, Mann! Ich will ja gar nicht die ganze Mitte für mich beanspruchen. Ich möchte nur diesen Bogen. Dann mache ich einen taktischen Rückzug. Ich verspreche es. Aber ich... Alter, was? Oh, ich bin übelst OP ausgerüstet. Ich habe schon so viele Kills hier gemacht. Alter Schwede, es leckt gerade ein bisschen. Also Pizza-Zutaten-mäßig sind wir ziemlich nice am Start, würde ich sagen. Oh, Adrian und Aua, Elina. Double Kill. Mann, ich will euch gar nicht killen. Oh, die Pizza-Boots. Pizzaschneider. Oh nein, die ist stärker als meine Waffe. Die ist OP. Ich glaube nicht, dass wir den Pizzabogen hier noch kriegen. Doch, den Pizzabogen. Rückzug. Oh Gott, mir ist so übel. Pizzabogen. Doppelt so schnell wie ein normaler Bogen. Zehnfachen Schaden. Und der schießt Pizzateile. Hä, hey, wartet mal, Leute. Pizzateil. Ich mache mal einen Testschuss. Pizzabogen. Was? Tja, Elina. Wir widmen uns unserer Nintendo-Insel. Gott, hier sind überall Pluralblöcke, Leute. Nintendo. Zack. Ach du heilige, Leute. Das ist ein bisschen TNT. Wir haben die Random Potion Bags. Wir haben ein Fire Sword. Eine Louis. Das ist auch eigentlich ziemlich guter Stuff, Leute. Ein Zauberstab. Oh Gott, Leute, meine Arme. Nein. Nein, 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 nein. Das war nicht mit Absicht. Tut mir leid. Nintendo 1, Nintendo 2, Nintendo... Oh, wir brauchen den Rucksack, Leute. Wir haben zu viel nicen Stuff. Zack, tun wir alles rein. Na, 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 na. Wir haben bekommen die Pilze zum Essen. Die Luigi Boots, Luigi Legends, die sind auch ziemlich nice auf jeden Fall. Dann die Spitzhacke weiter ausgerüstet. Wir bauen weiter unsere Insel ab. Der Server ist hier gerade gut am Ackern, Leute. Der ist hier, der läuft aber wirklich auf letzter Power. Oh, das sieht mir nach einem Teleportationszauberstab. Genau das Teil brauche ich, Leute. Elina ist natürlich wieder souverän Platz 1 in der Deathlist. Oh, nicht schon wieder. Ich meine, so ein richtiges OP-Schwert brauchten wir jetzt halt noch. Also, ja, das kann ich halt nur einmal benutzen, Leute. Für einen Notfall ist das immer ganz geil. Oh, Alter, der hat ja mega viele Zauberstäbe. Donnerzauberstab. Der kann vermutlich, lass mich das mal testen, einen Blitz erzeugen. Boom, boom, boom. Ja, scheint nicht sehr OP zu sein, Leute. Schade. Nintendo. Oh, da brauchen wir die Spitzhacke für. Zack, zack. Zack, wir haben... Oh nein, nicht schon wieder dieses blöde TNT. Wir haben Pilze, wir haben Cherry Bombs, wir haben ein Advanced Sword, okay. Diese ganzen Zauberstäbe braucht ja wirklich kein Mensch. Das kann, glaube ich, auch weg. 51 Damage brauchen wir nicht. 130 Damage brauchen wir auch nicht. Meine Ausrüstung im heutigen Battle ist... Ja, ganz okay, würde ich sagen. Wir haben Pizza-Teig-Helm, Pizza-Schuhe. Ich habe mal Hälfte-Hälfte gemacht, weil ich habe trotzdem volle Rüstungspunkte und die sind halt unzerstörbar im Gegensatz zu Phantasia. Fliegen kann ich trotzdem. Wir haben die Unterhose. Wir haben Pizza-Teig, Full-Pizza-Teig-Rüstung. Wir haben das Meister-Katana, One-Hit-Schwert. Wir haben den Pizza-Bogen, der ziemlich nice ist. Pizzen, Stufe 2. Wir haben die Pilze zum Essen und ein bisschen Bomben und so weiter und so weiter. Die passiven Inventare. Ich würde sagen, let's go. Adrian, ich sehe dich. Oh, Adrian kann auch fliegen. Der Gauner. Attacke auf ihn! Als ob ich ihn so kille. Seine Rüstung ist ja mega scheiße. Oh, der Bogen. Okay, der Bogen hat ihn nicht One-Hit gekillt.
Das ist jetzt interessant, Leute. Ach doch, der Server. Okay, der Pizzabogen hat, glaube ich, den Server zusammen... Oh Gott, der Pizzabogen hat den Server gecrashed. Fast zumindest. Ich treffe ihn nicht. Ich bin so blind, Alter. Oh, ho, ho, seine ganze Rüstung ist broke gegangen. Und da ist noch einer. Hup. Okay. Zack. Der Pizzabogen, Leute. Ich bin irgendwie verwirrt. Ich würde sagen, wir bauen mal den Beacon ab. Dann kriegen wir nämlich von Adrian die Kiste, wenn wir ihn killen sollten. Und... Ich will das Schwert! Ich will das Schwert! Oh mein Gott, ich krieg das Schwert jetzt von... Ich krieg das Schwert von ihm. Oh mein Gott, das wird so nice. Erstmal eine Pizza. Oh Gott, ich ertrinke, glaube ich, wegen Adrians Water-Rüstung. Oh nee, Leute. Wir bleiben erstmal ein paar... Oh Gott, das war... Cherries! Als ob er so viel... Was ist das überhaupt für eine krank... Was ist das für eine Waffe? Er hat irgend so eine mega heftige Ninja-Waffe. Das sieht mega crazy aus. Okay, was haben wir hier in dieser Truhe drin? Er hat eine... Oh mein Gott. Er hat... Oh mein Gott. Er hat ja mega den kranken Stuff. AMD-Prozessor. Er hat ein Bikini. Er hat einfach ein Bikini. Ein Waterbogen, Milky. Milky Balls. Oh mein Gott, das ist Milch zum Werfen. Mega geil. Ninja-Erfahrung des Kriegers. Water Potion. Ninjutsu des Rückstoßes. Korani, das brauchen wir nicht. Feuerschutz unter Poseidons Dreizack, Alter. Let's go, Leute. Ich würde sagen, Meister Katana war gestern, Leute. Das Plural mega. Oh Gott, da ist irgendjemand mit einem Pizzaschwert. Nix da, ich kann fliegen. Oh Gott, das wird aber heftig jetzt. Ich glaube, er ist heftig am Start, Leute, mit seinem Stuff. Oh, das war ein One-Hit-Schwert, ne? Was? Ja, da habe ich überlebt. Hä, ich bin aber... Hä, wieso bin ich nicht gestorben? Keine Ahnung, sehr OP. Alter, Elina, hör auf. Du willst Stress. Du willst Stress, ja? Ja, natürlich, aber hallo. Der Pizzabogen, Alter. Nein. Tja, Elina, du hast mich provoziert. Ich wollte wegfliegen. Jetzt esse ich noch meine Pizza Geschmacksstufe 4. Was, du hast 4? Ja, ja. Hä, die macht dich unbesiegbar. Hä, ich habe nur 2. Ich konnte gar keine bessere craften. Das ging bei mir nicht. Lecker. Das ist ja voll der Betrug. So, Elina, dein Beacon ist weg. Ich werde mich drauf einrichten. Kallis Fantasia wird ihm nicht viel bringen. Gott, Flugbattle gegen Kalli, Leute. Wir fliegen beide. Er fliegt halt weg. Die Sau, Leute. Das ist doch hier feige. Stell dich dem Kampf. Oh, der hat es, glaube ich, klack gemacht mit seiner Rüstung. Rüstung ist kaputt. Ja, als ob. Nee, ich habe ihn bekommen. Ich dachte, er wurde abgestaubt. Mann, Leute, okay. Dann schnappen wir uns jetzt mal Kalli, Leute, bevor er sich neue Fantasia macht. Und jawohl, Leute. OP, Mann, das ist ja so gut. Dieses Schwert, was ich da bekommen habe vom Adrian, das ist ja so nicht mehr normal. Hast du das mit deinem Schwert gerade abgebaut? Ja, das habe ich von Adrian bekommen. Das ist mega krank. Wie viel Damage hat das? Ich glaube 999 Millionen oder so. Holy shit. Voll crazy. Das sieht auch mega krank. Das ist, glaube ich, echt eins der geilsten Schwerte, die ich je gesehen habe. So, voll nice. Okay, wer lebt noch? 1 gegen 1 gegen Nature Boy. Der ist OP, Alter. Das wird schwierig. Aber erstmal fliegen wir zu Kalli, schnappen uns sein Stuff. Oh, ich gebe so viel, wie ich kann, Leute. Alter, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Das ist eher so Tank. Die Frage ist, kann ich ihn down kriegen? Milkball? So, er hat keine Effekte jetzt mehr. Vielleicht müsste ich ihm mal negative Effekte geben. Ich habe halt auch Verbrennung. Er müsste eigentlich auch Verbrennungsschaden bekommen. No, die Frage ist, ich weiß nicht, wie lange mein OP-Plural-Effekt noch hält. Jawohl! Ui, sobald der Effekt weg ist, kann er mich nämlich auch instant wegkloppen, Leute. Wir bauen mal das Teil, ja. Beacon ist weg, Leute. So, wir nehmen nochmal den Milkball. Blub, zack, Effekt weg. Oh! Was, 90? Was, 90? Oh. 90 Rüstungspunkte. Ha, verboten! Haha. Was kriege ich raus? Blub, blub, blub. Und blub. Oh, die sind erlaubt, Leute. Let's go, die Plu... Und doch, die Plural Dream Boots. Ach nein, das sind die mit Spawn-Teleport. Okay, ich weiß doch nicht genau, wie diese Verzauberung funktioniert. Ich baue auf jeden Fall hier schon mal diese ganzen... Nein! Was habe ich getan? Oh nein, das ist dieser OP-Bunker. Leute, let's go. Die kennen wir doch noch von einer anderen Episode. Jawohl, Leute. Da haben wir jetzt erstmal schön nice OP-Drops. Da müssen wir die ganzen Dropper hier abbauen. Und dann sollten wir eigentlich die ganzen OP-Items hier gedroppt bekommen. Oh, die Illuminati-Chestplate haben wir da schon mal am Start, Leute. Und Illuminati-Hose ist da gedroppt. Ihr habt es gesehen. Ich baue aber noch mehr ab. Diesen ganzen Bunker hier. Das ist auf jeden Fall das OP-ste Minecraft-Schloss, was es überhaupt gibt. So, was habe ich hier noch? Ich habe das Mighty Venom Sword. Okay, dann die Illuminati-Hose. Ich habe jetzt schon so eine krasse Rüstung, Elina. Oh Mann. Wie sieht's bei dir aus? Was hast du aus dem Plural rausbekommen? Naja, ich habe die Plural Amazing Chestplate. Oh, die ist neu.
Ja. Wie ist die OP? Ja, okay, safe ist die OP. Aber geht so. Sie hat 13 so. Rüstungspunkte. 13? Das ist, ja, wahrscheinlich. Okay, wir haben das ganze Schloss abgebaut. Hier zumindest fast 1, 2. Und da ist der letzte, glaube ich, hier. So, genau. Was haben wir denn jetzt? 64 Pizzen und einen Illuminati-Bogen. Okay, was haben wir noch, Leute? Wir haben hier, okay, das sind alles so komische Bug-Items. Die brauchen wir natürlich nicht. Ich habe hier auch so einen Heiligenschein irgendwie durch die Boots, durch die Dream-Boots. Oh mein Gott. Und das Illuminati-Schwert, Leute. Okay, wir machen das mal weiter. Wir haben noch einige Plural hier am Start. Da kam Eisen raus. Dann, oh, diese Schokoladen-Cookies. Was bringen die mir nochmal genau, Leute? Warte, lass mich das mal checken. Ich kann fliegen. Okay, wegen der, ich weiß nicht, wegen Illuminati oder so. Egal, ich esse mal so ein Cookie, Leute. Die geben mir, wow. Okay, das, und ich kann fliegen mit den Cookies. So, was ist das denn da für ein Lava-Teil? Plural. Oh, da kommt nochmal so eine Animation raus. Plural. Oh, Eisen, okay. Was? Okay, was kommt da jetzt raus? Drop was Nices, bitte. Was Nices. Oh, das ist eine neue Chestplate. Oh, 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 was haben wir da, Leute? Was haben wir da? Die Plural. Ich habe auch die Amazing Chest. Hast du die Chestplate? Ich habe die Chestplate. Die Amazing Chestplate. Okay, können wir aus den Blöcken hier was craften, Leute? Sind das? Nee, das sind irgendwie so komische Bug-Blöcke. Schade, ich dachte, das sind Amazing-Blöcke vielleicht. Egal, Leute, okay. Dann haben wir sogar schon alle aus dem Inventar abgebaut. Dann bauen wir jetzt noch ein bisschen die Insel ab und dann aber sofort, Leute, sofort in die Mitte. Oh, ist das explodiert? Und die Schuh-Lucky-Blocks gönnen. Fire-Grenades habe ich da bekommen. Jetzt habe ich die Chaos-Grenades bekommen. Okay, sehr schön. Wir brauchen definitiv mal unseren Rucksack, Leute, und schnappen und hauen hier erstmal. Oh nein, die Rüstung brauchen wir natürlich. Die brauchen wir natürlich. Hauen erstmal alles rein. Zack, zack und zack. Oh mein Gott. Das ist doch safe auch wieder so ein Dungeon, Leute. Safe. Aber hier versteckt sich doch auf jeden Fall was. Okay. Oh, ich kann ja fliegen. Ich dachte, nein, Scherbe. Aber ich kann ja einfach wieder fliegen. Oh, was? Hier sind so Art Barrier-Blöcke? Illuminati Chestplate, die hatten wir ja schon. Okay, Leute. Oh, nee. Invisible. Ah, der Placeholder für Stärke 3 kam da. Oh mein Gott, war das laut. Okay, jetzt habe ich aber Revival bekommen, Leute. Das heißt, ich kann mich auf jeden Fall einmal wiederbeleben. Och man, immer diese Mülldrops, Leute. Es ist Zeit. In die Mitte. Wuhu. Ihr habt schon eure ganzen Inseln abgebaut. Ich habe noch voll viel. Aber erstmal die Mitte wird hier schlawinert, bevor die Leute sich hier selbst reinbauen. So, dann schnappen wir uns auf jeden Fall die Spitzhacke. Der erste Skulucky-Block in der Geschichte, Leute. Let's go. Blub. Was habe ich rausbekommen? Ich habe keine Ahnung, was ich rausbekommen habe. Hä? Habe ich überhaupt irgendwas rausbekommen, Leute? Ich glaube, ich stand irgendwas im Chat. Egal. Leute, wir machen weiter. Ein Netherstern. Was haben wir hier? Die Schuluniform. Okay, eine Schuluniform haben wir da schon mal bekommen. Weiter geht's. Eine Brille. Okay, okay, okay. Eine Streberbrille. Ey, Lida! Du Sau! Mach doch nix. Ich mach doch nix. Das bist gar nicht du. Das ist Baukasten. Weg mit dir. Den hat es auf jeden Fall weggehauen, Leute. Oh, eine Milch zum Schmeißen, Leute. Sehr, 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 sehr nice. Elina, sag mal, möchtest du hier Ärger oder wie? Nee, möchte ich nicht. Oh, was hast du für ein Schwert? Das ist das Psycho Cookie Sword. Jo, okay. Erstmal kurz Rückzug, Leute. Kurz den Stuff anschauen, dass wir hier... Oh, das ist ja auch der... Oh, Baukasten ist auch wieder in der Mitte. Was haben wir bekommen, Leute? Wir haben bekommen Krafttraining, Stärke und das skaliert sich. Das heißt, wenn wir mehrere Bücher haben, kriegen wir... Das ist ja mega nice, okay. Das Wow. Wow. Leute, lasst uns das mal anschauen. Alter! Oh mein Gott, ich weiß nicht, was von beiden geiler ist. Elina, ich habe ein Geodreieck und ein Lineal, aber... 750 Damage. Oh, da gewittert es auch gleich. Oh, was geht denn hier ab? Da gewittert es auch gleich, Leute. Das Wetter weiß auch, wie OP das ist. So, ich muss hier noch den kurzen Cookie essen nochmal. Oder den Schlüssel eher gesagt. Leute, let's go. Das Lineal will einen Kill machen. Wo ist er? Baukasten! Elina! Bang! Get out! Wieso bin ich denn so OP, Alter? Ich glaube, diese Schlüssel sind so OP. Triple Kill! What the fuck? Oh nein, das war was Cooles. Das war was Cooles. Ist es in die Lava geflogen? Oh Gott, hier sind Phantasia-Gems. Leute, ich weiß nicht, wie die hier hingekommen sind. Aber die bauen wir definitiv mal ab. Ich hoffe, die verbrennen jetzt nicht, wenn ich die abbaue. Okay, einen habe ich wenigstens bekommen. Wo ist denn dieses... Oh mein Gott, hier ist ja alles voll mit Phantasia. Let's go. Dann wow, hier kommen mir Erze entgegengeflogen. Das war ein mutwilliger Angriff. Bestimmt von dir, Elina. Ich kenne dich doch. Whee! Was machst denn du hier in der Mitte, Mensch, Lord Basi? Weg mit dir! Mit dem G. Ach nee, das war das. Oh, noch einer. Double Kill. War das Lineal ist ja tot. Oh, Elia, du kannst auch fliegen. Wieso denn das? Jawohl, und wie ich das kann, du. Lass mich in Ruhe. Was hast du da? Was hast du da? Mit was hast du auf mich geschossen? Das sah voll cool aus. Elina, lass mich in Ruhe. Ich bin zu Hause. Na gut.
Ich will noch die Detaile abbauen, Leute, weil ich glaube tatsächlich, oder ich gucke einfach mal rein, weil hier müssten eigentlich noch mehr Illuminati-Sachen drin sein, wenn mich nicht alles täuscht, weil uns fehlt ja noch ein Helm und so. Aber irgendwie war das Dungeon ein bisschen sparsam heute. Egal, wir machen uns eine wir können uns keine Werkbank machen, wir haben kein Holz. Verdammt. Okay, wir müssen uns kurz Holz oh, wir haben Holz. Oh, wir haben Holz. Das war aber knapp. Okay, wir haben Holz, sehr schön. Dann machen wir uns jetzt hier kurz eine Werkbank. Und oh, ich habe mehrere Bücher, sehe ich gerade. Ich habe hier Sprungkraft zweimal, Schnelligkeit habe ich hier. Dann habe ich hier Stärke. Heute haben wir einige coole Sachen zusammengesammelt, Leute. Wir haben die Phantasia-Rüstung vom Meeresgrund. Wir haben die Amazing Chestplate, die Illuminati-Hose als Backup hier, Schuluniform, Illuminati, Phantasia, Plural. Alles am Start, Leute. Sirius ja auch noch am Start. Jede Menge passive Fähigkeiten mit den Schulbüchern hier. Wo bin ich denn da? Mit den Schulbüchern, mit Medizin und Stärke und diesen Stärke 3 und so weiter. Chaos-Kanonen, Feuerkanonen, Milch zum Schmeißen für den übelsten Notfall. Haben wir ein paar Pizzen auch noch. Den Bogen, das Geodreieck und das Lineal, was echt mega nice Waffen sind. Ich würde einfach mal sagen, Leute, wir legen los. No Knockback und der OP-Chocolate-Schlüssel. Der ist wirklich OP halt, ne? Okay, wen schnappen wir uns als erstes, Leute? Den Newcomer oder Elina oder den guten... Was hat er denn für eine... Was hat... Oh, tschüssi. Als ob ich so OP bin. Phantasia, Leute. Let's go. Bup. Hey, ich verstehe gar nicht, wieso ich so... Ah, wegen Stärke 3 halt. Wegen, ich glaube, wegen diesem Item, Leute. Das ist OP, Alter. Okay, aber ich glaube hier, der Nico... der hat ja gar keine Chance. Wieso denn? Ich habe doch... Das ist gar nicht so... Oh, jetzt tankt er plötzlich. Was ist denn los mit ihm? Wir bauen mal den Beacon ab, Leute. Beenden wir das Ganze hier mal. Also das war der erste. Der erste Kill war hier... Er ist runtergefallen. Der erste Kill war ja zuckerleicht, Leute. GG. Gönn dir, Elina. Lord Bass, ich will wegrennen. Ich mische mich mal nicht ein in dem Fight, Leute. Das ist ein Kampf zwischen... Oh, jetzt. Er ist runtergefallen. Elina, wir sind schon im Finale. Aber ich loot hier... Was? Ja, das ging nicht irgendwie schnell so. Die haben keine Gegenwehr gezeigt. Was ist denn da los bei denen? Gummi... Was? Doppelt so schnell wie ein normaler Bogen? Macht. Ich habe irgend so ein Gummigeschoss. Jo, der hat ja mega das OP-Schwert auch. Beauty-Helm, Papierkügelchen. Oh, ich habe seinen Beacon doch nicht abgebaut. Lapis-Leggings, okay. Dann die Milch nehme ich, den No-Knockback nehme ich, Streberbrille haben wir schon, Schuluniform hat er noch am Start gehabt. Bilou nehmen wir auch mal noch am Start. OP Goldäpfel, okay, die Pizza will ich eigentlich eh nicht benutzen. Ich will pack die mal hier für den Notfall rein. Aber das hat Elina jetzt ja eh nicht gehört, hoffe ich mal. Hey, du hast gerade auf mich geschossen, oder? Nee, das warst nicht du. Ach so, okay. Leute, ich will kurz gucken, was haben wir. Wir haben hier diese Gummipapierkügelchen. Ist das ist ein Bogen? Ja, das ist ein Bogen, Leute. Ist der stark? Oh. Ich glaube, der ist stark, Leute. Zehnfacher Damage mit Stärke 4. Und der schießt diese Papierkügelchen, glaube ich. Hey, lass mich das mal ausprobieren, wenn ich jetzt hier auf den Boden schieße. Ja, der schießt wirklich reale Papierkugeln. Okay, das ist nice. Und bumm. Oh, yo, wie er mir entgegengeflogen ist, ey, der Arme. Mein Gott, GG. Weg mit dir, Elina. Bumm. Oh, mein Gott, Perplexity, nein. So cool. No Knockback. Ich habe doch auch OP. Ja, genau, hier OP Goldäpfel, Leute. Die können wir auch mal nehmen. Nimm. So, ich glaube, der Schokoladenkies ist ein bisschen zu OP. Der ist ja wie eine Pizza. Ich glaube, den benutze ich jetzt im Finale mal nicht. Elina. Was ist das? Nein, mein Inventar. Wenn das jetzt gelöscht wird, Elina, dann bann ich dich vom Server. Hä? Hallo, ich mach nichts, Leute. Was passiert hier gerade? Wo bist du? Meine Chance. Was ist denn das für ein... Das war irgend so ein locker so ein Chaos-Cookie oder wie die das Dinger heißen. Das war ein Matrix-Cookie. Oh, nee. Oh, ich bin back, Leute. Zumindest halb. Elina, wo ist mein Schwert? 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 Hier, Geodreieck-Lineal. Oh, du... Was? Oh, mein Gott. Nein. Oh. Nein. Das war knapp, ey. Das war... Hättest du die Schnelle hochgebaut, hättest du mich, glaube ich, gehabt, ey. Okay, wir müssen nochmal nur Knockback nehmen. Mein ganzes Inventar ist jetzt im Eimer, ey. Ohne Witz. Nochmal, dann kommst du mir nicht, Elina. Nein. Einfach durchgemäht. Ich verstehe nicht, wieso ich so viel Damage mache. Ich habe doch... Wieso? Wegen diesem Stärke 3 ist das so OP? Das ist ja mega das krasse Item. Abgebaut, Elina. Wo bist du? Oh, mein Gott. Als ob du jetzt so gestorben bist. Ich sehe deine Waffe, Elina. Guck, guck. Ich verstehe wirklich nicht, was uns so OP gemacht hat, Leute. Aber es war auf jeden Fall ein nices Battle. Keine Ahnung, könnt ihr hier mal in die Kommentare schreiben. Let's go, Leute. Der Banks-Block. Banks Nummer 1. Okay, wir haben die Banks Lucky Leggings mit Magic Shielding. Okay. Ich weiß gar nicht genau, was Magic Shielding überhaupt macht. Wahrscheinlich irgendwie so Einhornhelm. Das ist neu. Das ist... Lina, ich habe einen Einhornhelm. Lol. Hey, der macht mich so komisch unsichtbar. Also so special unsichtbar irgendwie, ich weiß nicht. Okay, der erste Forest Lucky Block. Da kriegen wir das Spurs Sword. Okay, das ist jetzt nicht so mega OP. Aber besser als unsere... Ist die beste Waffe bisher, die wir...
Das ist ja mega, das fette Holzschwert. Oh, was ist denn das? Forest. Ich... Okay, hä? Was kann das? Und was... Das ist ein Paintbaum oder so. Guck mal. Hä, aber ich hab... Ich bräuchte... Den habe ich auch. Ich glaube, ich bräuchte irgendwie einen Erdblock. 20 Forest und ein, ich sag mal, mittelstarkes Holzschwert. Oh das mein Gott. Yo, wer ist denn da? Hä, das war ich. Oh das nein, Mann. Guck mal. Was da denn? Hat jemand das OP-Schul-Dungeon oder was das ist. Oh nee. Wada, de Dude da, Helm. Dann nehmen wir aber lieber den Einhorn-Helm, würde ich sagen. Da haben wir den Elina-Helm und die Qualle-Chest. Die Qualle-Chest war doch so OP, oder? Ja, die jawohl, Elina, Kuckuck. Ja, das und tschüss. Kann ich nicht. Erstmal schnell Lina gekillt. Was ist das, Leute? Spiel-Chessplate. Okay, das ist. Ah, genau. Und die Spielhose. Oh mein Gott, ist das so. Was? Die Qualle-Chessplate ist ja. Ich habe 1000 Rüstungspunkte. 1000. Was? Nur? Ich habe 10.025 Rüstungspunkte. Was? Echt? Warte, ich kann noch meine Schuhe anziehen. Warte kurz, das kriege ich auch hin. Okay, Leute, nochmal hier Pixel. Was haben wir da rausbekommen? Lucky Chestplate. Okay, Leute, die Shade-Blöcke. Die Shade-Blöcke müssen jetzt ballern. Das kriegen wir Schönes raus. Oh, Magic Purity. Sehr schön. Ich kann mir immer nicht merken, was die machen. Ich glaube, Magic Purity. Ich nehme einfach mal ein. Okay, was habe ich bekommen? Ich habe Purity bekommen. Die Frage ist natürlich, was kann der Effekt? Oh, Elina, Gesundheit. Ja, aber ich habe eine andere Mission. Vielleicht sind ja hier noch... Vielleicht kann ich hier noch Sachen klauen. Ja, ich... Oh, Illuminati-Helm geklaut. Ach, du klaust... Jawohl. Ich habe aus dem Dungeon Illuminati-Helm geklaut. Oh niemand hat's gesehen. Gott. Was haben wir hier? Oh, der Magic Burst. Nee, Leute, der bringt den Server mal zum Crashen. Den schmeiße ich mal lieber runter. Das ist diese TNT-Selbst-Explosions... Was habe ich bekommen? Neta-Stern. Oh, okay. Invisible? Die wurden übrigens auch... Guilds? Nee, das ist ja doof. Ja, wir können das aber in Rucksack tun. Leute, und zwar ertrinkt man, wenn man das im Inventar hat. Also das können wir einer Person zudroppen. Vielleicht merkt sie es ja da nicht. Aber... Oh, was ist das? Super in... Oh, Damage Boost und Speed, Leute. Damit das stärkste Schwert. Sehr schön. Oh, das ist mega die geile Textur. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch vereinzelt ein paar Blöcke. Wir sind ja fast schon durch. Da können wir uns die Sommer-Lucky-Blocks mal anschauen. Übrigens, kleine Insider-Info. Falls ihr die Livestreams auf Twitch nicht verfolgt, die Sommer-Lucky-Blöcke sind mit die stärksten Blöcke überhaupt. Die haben nämlich sogar die Phantasia-Blöcke im Duell besiegt. Also richtig heftige Dinge. Also eigentlich mega nice, dass ich die bekommen habe. Alles ist One-Hit. Das sieht aus wie so eine Wunderlampe oder so. Oder? Okay, das ist ja ziemlich nice. Oh! Da ist gerade explodiert. Okay, wir haben noch einen Randy-Block. Dann sind wir durch mit unseren Hausblöcken, sage ich mal. Und, oh, neues Schwert. Randy-Sword. Jawohl, Leute. Jawohl. Hey! Sommerblock Nummer 1. Ich habe werfbare... Oh, nice, Alter. Werfbare mich habe ich sofort rausbekommen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man safe... Oh nein, die Pützen behalten wir mal. Die man definitiv mal haben will. Okay, wir machen weiter, Leute. Nächster Sommerblock. Eine Schaufel. Okay. Und ein Eimer. Nicht so geil. Dann wir machen weiter, Leute. Sommer. Da kriegen wir Eis raus. Da kriegen wir... Was ist das? Oh! Blaue Wasserbomben. Pinke. Oh, Alter. Plus 1300 Damage. Das würden wir natürlich sehr gern haben. Den nächsten Block. Dann haben wir hier rausbekommen eine Unter... Okay, das ist was man definitiv nicht braucht. Eine Unterwasser-Potion. Ein Spawn-Egg. Noch mehr Wasserbomben. Erschaffe Tintenfisch. Eine Badeunterhose. Blub. Jawohl, Leute. Erstmal angezogen. Schwäche, Blindheit, Hunger. Okay, wir haben echt... Die Wasserbomben sind mega nice. Oh! Aua. Und tschüss. Ach, du kannst ja auch fliegen. Ja. Ist ja OP, ey. Mann, ich dachte, ich kann nicht cool killen. Dann haben wir Sand bekommen. Leute, oh, kommt vielleicht noch irgendwie so ein paar Rüstung. Oh, ich krieg so viele Wasserbomben. Ich würde gerne mal so das Wassereis haben. Das wäre auch ganz geil. Oh Gott, was? Böser Bademeister? Oh, der hat was gedroppt, Leute. Und ich habe irgendwie eine Vergiftung, aber egal. Was haben wir bekommen? Wir haben... Wow. Flipflops. Angezogen. Okay, sehr cool. Das war's, glaube ich, sogar schon. Okay, dann... Oh Gott, die Revenge. Ihr habt ja das gesehen oben. Ganz kurz. Hier ist irgendein Mega-Boss-Gegner. Die sind schon in der Mitte, ey. Was? Okay, wir gönnen uns mal Stärke mit der Wasserbombe. Und jetzt geht's los, Leute. Ich sag... One-Hit. Was? Skandal, wie kann der das überleben? Okay, Leute, wir gönnen uns jetzt mal die Plural-Mitte, die Kugel. Die Todeskugel. Okay, wir haben OP-Goldäpfel. Was haben wir hier kurz bekommen? Lucky Chestplate, Spielhelm. Nee, das hatten wir alles schon.
Ich muss nur die richtige Wasserbombe raussuchen. Wir haben ja so viele. Das müsste die... Ach, die Nitroglycerinbombe nehmen wir einfach. Tschüssi! Tschüssi! Hey, die ist echt stärker, als man denkt. Wir haben noch gar nichts Cooles aus der Mitte, Leute. Wir brauchen mal was... Wow. Ah, da kommt, glaube ich, jetzt gerade was raus. Da wartet mal kurz. Oh Gott, das warst du dir! No! Ich will das Item haben! Das darf er uns nicht klauen, Leute. Plural Dream Gem habe ich bekommen. Da müssen wir gleich mal gucken, was du da raus... Hast du mich gerade beschossen? Nee. Na klar, ey. Okay, ganz ehrlich, wir lassen den hier in der Mitte in Ruhe. Wir wollen erstmal nur nice Stuff hier uns holen. Oh, Plural Gems! Jawohl, Leute! Na, oh! Oh, 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 oh. Jawohl, Alter! Let's go! Tschüssi! Oh ja, Idina. Zack! Was ist das für eine Aura, Leute? Was? Guckt euch das mal an. Die Plural Dream... Wow, kleiner Leck. Die Plural Dream Chestplate. Nee, die Ultimate Plural Chestplate mit Barrier-Blöcken als Schutz oder was das sound. Mega vielen Herzen. GG. Möge das Battle beginnen. Wir werden gleich noch im Laufe des Matches unsere eigene Insel noch ein bisschen weiter abbauen mit den Sommerblöcken. Aber ich stelle euch schon mal unseren Stuff vor. Wir haben, das ist die Rüstung, die ich erstmal benutzen werde. Mit der Ultimate Plural Chestplate. Spielhelm, Spielhose und Y-Boots. Ziemlich nice. Zwei komplette Backup-Rüstung. Diese übelste Unsterblichkeits-Potion. Eine Lucky Potion. Hier ein bisschen was zum Essen. Das, ich weiß nicht genau, was das ist. Ob das mir die Fähigkeit gibt oder ob ich das werfen muss. Da muss ich gleich mal selbst testen. Übelst viele Wasserbomben, die sau nice sind. Und dieses Schwert, das wir uns gecraftet haben, Leute. Ich glaube, das ist ein Schwert mit einer ziemlich nicen Fähigkeit. Das müssen wir gleich mal testen. Okay, Leute, let's go. Wie schnell ich einfach bin. Oh Gott. Guck mal, Idina. Das sieht voll geil aus. Was denn? Wie schnell ich mich bauen kann. War nice. Okay, wir müssen aufpassen. Wir haben nur Knockback, das heißt, wir können schon mal nicht... Oh Gott, hier ist ja Kali! Der hat sich voll versteckt. Oh. Hab ich ihn? Oh nee. Oh nee. Ich würde sagen Lena. Oh, Lena hat ein Plural-Gottschwert oder so. Wow. Ich hab sie One-Hit zerschrotet. Oh nee, ich fall schon wieder runter. Ich kann mich retten, wow. Leute. Wir machen das anders, Leute. Wir machen das anders. Let's go. So, wir fliegen hier mal ganz kurz hoch. So, vielleicht schnappen wir uns noch ein, zwei nette... Wow! Aua! Ich hab doch gar nichts gemacht. Was? Ach so, das waren deine Dornen. Oh, nice. Ach, das, ich dachte, meine Dornen, ja, das kann sogar sein. So, Lena. Ich glaube, Lena hat da gar keine Rüstung mehr. Und Lena ist raus. Alter, der Bogenmann! Und oh, das war ein geiler Treffer, der Randy-Bogen. Und jetzt Treffer Nummer 3. Oh, daneben. So, Leute, wechseln kurz die Chestplate. Und jetzt fliegen wir runter. Habe ich ihn? Ach, da habe ich ihn gekillt. Und? Habe ich ihn gekillt? Ich habe ihn gekillt. Man checkt immer manchmal nicht, ob man die Leute killt. Oh, ich muss mir diesen OP... Okay, Leute, jetzt haben wir Stärke. Jetzt killen wir ihn safe. Okay, sehr schön. Jetzt müssen wir uns hier... Es ist ein bisschen verwirrend. Ich muss die Chestplate gleich nochmal wechseln. Es ist ein bisschen verwirrend mit diesen Barrier-Blöcken. Man sieht einfach nichts, Leute. Man sieht nichts. Okay, aber ihn müsste ich jetzt erst nochmal killen. Wo ist denn der Barrier-Block? Der Beacon. Ah, da ist er. Jetzt, ich sag schon Barrier-Block. Diese Rüstung macht mich ganz schön fertig, Alter. So. Beacon haben wir. Oh Leute, ich muss die Chestplate wechseln. Das ist mir zu crazy. Ich sehe ja gar nichts mehr. Oh Gott, da schießt jemand auf mich. Oh, da kommt jemand geflogen. Schwer. Jawoll. Gekillt. Dein Pluralschwert? Ja. Hast du's? Oh, du machst gerade die Mitte. Okay. Wir haben auf jeden Fall den Lord Basi gekillt, Leute. Wir fliegen mal ganz kurz mit der Chestplate nochmal zurück zu unserer Insel. Ich würde ja ganz gerne dieses Wassereis haben. Ich baue mir noch ein paar Blöcke ab. Vielleicht haben wir ja noch Glück. Oh, das ist eigentlich ganz nice hier. Was war das? Regeneration 2 permanent. Und dieses Extra-Life-Ding ist ja auch mega nice. Und wir haben noch dieses One-Hit-Item. Und eine Sonnenbrille, Leute. Bikini Stärke 5 gibt. Die ziehen wir definitiv. Wie die aussieht. Wie so diese SpongeBob-Brille oder so. Die ziehen wir uns definitiv mal an. Eine Sonnencreme haben wir da bekommen. Die gibt mir Feuerschutz und ich habe... Oh, was haben wir hier? Yes, genau das wollte ich, Leute. Genau das wollte ich. Sehr schön. Diese Schlüssel, Leute, die sind mega geil. Ich zeige euch auch mal, wieso. Jetzt brauchen wir nämlich diese Chestplate nicht mehr. Oh Gott, ist sie, was ist das denn hier so OP von meiner Rüstung? Okay. Die Spielhose ist so OP, nice. Aber die ist zerstörbar, also alles erlaubt. So, jetzt nehmen wir den Schokoladenkey, den Schokoladenschlüssel. Was? Wieso habe ich negative Effekte bekommen? Hä? Ach, das ist der Dark Chocolate Key. Es gibt da verschiedene. Oh nee, es gibt nämlich normalerweise, kann man nämlich mit dem fliegen. Aber ich habe den negativen, das wusste ich gar nicht. Man muss halt echt dieses alles ist One-Hit sich nonstop reinhauen, Leute. Das hilft alles nichts. Ich esse mal so ein Zitronenwassereis mit Stärke 10 Millionen oder so. Jetzt müssten wir ungefähr, ich weiß nicht, wie viel Damage wir jetzt haben. Die Zahl kann man wahrscheinlich gar nicht mehr ausdrücken, so viel Damage haben wir. Weil, überlegt mal, wir haben hier, ich glaube, das sind 999 Millionen mal...
1,1 Millionen. Das ist eine mega hohe Zahl, Leute. Das ist ja, wir reden hier von Trillionen und Abertrillionen an Damage. Kiste von Kali. Ich habe zwar Kali nicht gekillt, aber gönnen wir uns trotzdem mal. oh, Leute, das sind die ganzen Rüstungen. Oh, das will ich eigentlich noch gar nicht zeigen. Das ist das Schul-Lucky-Block-Update mit den aufrüstbaren Rüstungen, die quasi immer besser werden, immer stärker werden. Das möchte ich eigentlich noch gar nicht spoilern. Das machen wir mal in einer anderen Folge, Leute. Vielleicht im XXXL-Livestream. Bin ja mal gespannt. Ich bin wirklich mega gespannt, ob wir die 700.000 Abonnenten heute noch knacken. Das wäre übelst krank nice, Leute. Ich bin echt mal gespannt. Aber ich will den natürlich trotzdem gewinnen. So viel steht fest. Ich probiere jetzt mal erstmal Wassereis, Leute. Und jetzt dieses One-Hit. Alles. Oh, ich muss mir nur Knockback nochmal geben. Alles ist One-Hit. Ich vermute mal, das ist zum Schmeißen. Aber er fliegt halt so rum. Das ist ein bisschen unpraktisch. Oh, jetzt kommt er. Und ja, ich habe ihn gekillt. Jawohl, nein. Leute. Nice, alles okay. Es hat alles gekillt. Dich sogar auch, ne? Aber okay. Du hast deinen Beacon ja noch. Du Schlawiner. Ich habe meinen auch noch. Wow, Elina, Alter, machen wir keinen Stress hier. Doch. Yo. Oh. Mann, das bringt ja gar nichts. Okay, mehr habe ich nicht. Scheiße, das war's. Okay, ich würde sagen, Leute, Zitronenwassereis und dann runtergehen und ab geht die Party. Let's go! Pizza! Nein, wieso kriege ich Knockback? Oh nein, 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 oh nein. Okay, trotzdem Glück bin ich jetzt hier in dieser Kante. Oh nein, meine Rüstung ist kaputt. Nein! Das darf nicht wahr sein. Wow! Okay, die sind gar nicht so schlecht. Nice, doppelte Energie-Potion haben wir bekommen. Also wir arbeiten uns von den schlechtesten Blöcken dann hoch bis zu den besten Blöcken. Sollte hier nicht eine Truhe spawnen eigentlich? Sollte hier nicht mal überhaupt irgendwas spawnen eigentlich? Emerald Blöcke, was macht ihr mit mir? Wieso spawnt da nichts? Letzter Block. Wow. Das war ein kleiner Leck. Ey, ich hab was bekommen. Emerald Lucky Leggings. Oh, die ziehen wir gleich mal an. Die sieht nice aus, nehmen wir. Jo, und da kriegen wir den Emerald Bogen. Ah, nee, ist nur normaler Bogen, naja, nehmen wir trotzdem. Okay, wir haben noch einen Emerald Block. Irgendwie duplizieren die sich gerade bei mir. Keine Ahnung. Iron Rüstung, okay, nehmen wir. Gut, wir machen weiter, Leute, mit den nächsten. Das sind die Forest Lucky Blöcke. Block Nummer 1, da kriegen wir LOL-Suppen? Okay, ich weiß nicht, was die können, Leute. Legendary Luck. Je mehr Farben eine Potion hat, desto besser, Leute. Okay, Purity. Oh, Recoil. Recoil macht einen unbesiegbar, weil das jeden Schaden reflektiert, den man bekommt. Was zum macht der da? Und warum habe ich das auch? Der letzte Forest. Wir kriegen Eichensetzlinge. Ja, nice, ist doch richtig OP. Okay, jetzt die Zombie-Blöcke, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie OP die sind. Also die sind von dem Ersteller der... und den Gotthelmet! Jawollo, Leute. Okay, jetzt wisst ihr wahrscheinlich schon. Die sind vom Ersteller der Enderman Lucky Blocks, beziehungsweise Creeper Lucky Blocks. Blöcks, wieso habe ich gerade... Ich krieg nicht mal... Dead lache, Elina, Alter. Ich speed hier mega durch. Ich will nämlich in die Mitte, Leute, zu diesen nice Squid Lucky Blocks. Wir haben eine Zombie-Potion, die mir negative Effekte gibt und zum Trinken ist. Ja, die ist auf jeden Fall richtig nice. Dankeschön. Ich krieg nur diesen Kram raus. Ich will doch kein Haus bauen. Wenigstens haben wir ein paar Erze, Leute. Der letzte Zombie. Ein Brunnen. Komm bitte, so Pizzen oder so wären doch geil. Boah. Das war so laut, ey, meine Güte. Okay, aber ein paar Erze haben wir bekommen, immerhin. So, wir machen weiter mit den Invisible, Leute. Das sind die letzten Blöcke. Und dann würde ich sagen, gönnen wir uns mal die Computerblöcke oder rushen mal in die Mitte. Hallo? Oh, was? Tja, Elina, hast du wohl verkackt, ne? Oh, was ist denn das? Oh, okay, ich habe das Glücksschwert. Ah, das kenne ich, glaube ich, sogar schon. Das sieht ja mega nice aus. Das ist richtig cool. Was geht denn hier ab? Invisible Nummer 2 oder 3 oder... Oh, Netherstern einfach mal so geschenkt. Nehme ich gern, mein Guter. Oh, eine Plain Mary Chestplate. Damit haben wir eine volle Rüstung. Sehr geil, Leute. Das ist wichtig gleich für die Mitte. Oh, ich habe ganz viele andere Blöcke rausbekommen, aber brauchen wir nicht. Wir machen weiter. Ich habe... hallo? Hallo? Ah, Obsidian habe ich bekommen. Kam. Oh, nee, ich krieg so. Wow, was ist das? Das ist so ein Crafting. Genau. Soon Material. Und ich krieg einen Haufen Erze, die aus der Luft einfach. Yo, es regnet Erze. Der letzte Block und. Oh, das sieht OP aus. Das sieht OP aus. Und. Oh, da kann ich diese. Das ist sehr nice, Leute. Lasst mich mal kurz schauen. Da machen wir definitiv Schuhe und eine Hose draus, Leute. Also Hose und Schuhe. Computer Nummer 1. Oh, nice, ich habe 2 Loot Cases rausbekommen. Nö. Mal sehen, was ich da Nices rausbekomme, Leute. 2 Waffen-Loot Cases waren das. Okay, der. Yo, das ist ja viel stärker. Wir haben den Kugelschreiber und den Füller. Die haben beide ein Level. Elina hat es, glaube ich, weggehauen. Nee, ich war das nicht. Okay, nice. Aber wir haben schon eine coole Waffe bekommen mit einem Füller. Oh, das ist schon mal der Hacker-Source-Code, Leute. Heute kriegen wir Full-Hacker-Rüstung. Das gab's auch noch nie. Das wäre so nice. Yo.
Computergehäuseschuhe haben wir bekommen. Sehr, sehr, sehr schön, okay. Und die Pfeilschussmaschine. Octopus, mit seinem Hawaii-Hemd. Okay, es hat irgendwie nicht so gut geklappt. Oh Mann. Wir machen weiter, Leute. Wir brauchen mindestens ein Hackerteil, bevor ich in die... Oh, wartet mal. Kann ich jetzt schon? Nein, ich brauche die Hacker... Wow, irgendwas TNT-mäßiges schießt hier gerade auf mich. Ich brauche die Drachenei. Ich brauche diese Hacker... den Hacker-Chip. Genau, damit ich mir das craften kann. Yo, Eile 3, Schnelligkeit 5. OP. Okay, aber ich kann das leider... Oder funktioniert das, Leute? Nee, da brauchen wir den Chip noch für. Und ich habe ein Buch bekommen, okay? Irgendwas für Anfänger. Brauchen wir nicht. Wir sind doch keine Anfänger mehr, Leute, was Lucky Blocks angeht. Regeneration 2 und den Cursor. Okay, Cursor-Bogen kriegen wir vielleicht auch noch. Ich glaube, das war ein Fehler von dir, Elina, hier zu wechseln. Oh, zweimal Lootcase-Brustplatte. Bam, bam. Okay, Leute, mal gucken, was wir jetzt rauskriegen. Das müssen wir noch abbauen. Da haben wir eine Dia-Hose bekommen. Oh, ich habe ein Bikini und ich habe einen Schutz. Wieso kriege ich Sachen, die ich gar nicht in meinen Lucky-Blöcken haben dürfte? Hä? Ach so, das war... Oh, ich bin so doof. Das war ja gerade diese Loot-Case, natürlich, Leute. Der Bikini. Bam! OP-Bikini. Okay, Leute, ich würde sagen, wir bauen uns das erste Mal in die Mitte. Und wir haben ja genug Blöcke, um ein bisschen den Füller aufzuleveln. Auch Elina ist da schon wieder unten in der Lava am Chillen, wie ich sehe. Und up in die... Wow! Alter, ich wurde auf Seite... Yo! Ich wurde hier auf irgendeine fremde Insel katapultiert. Es tut mir leid, mein Lieber. Ich wollte keinen Stress. Tschüssi. Elina führt natürlich wieder souverän die Todesrangliste an mit 12 Toten. Ja. Oh, schnell hier reinkramen. Oh mein Gott, da habe ich schon mega coole Sachen bekommen, aber ich muss hier erstmal rein. Was habe ich denn hier bekommen? Yo, eine Ray-Bazooka. Oh Gott, hier ist jemand. Ich habe Angst. Ich habe mega coolen Stuff bekommen. Aber hier ist Stress. Ich habe... Wow. Als ob er sich mit Obsidian jetzt hier einbaut, der Schlinge. Nicht mit mir, mein Lieber. Oh. Okay, was habe ich alles bekommen? Ich habe eine Ray-Bazooka bekommen. Ich habe Coca-Cola bekommen. Und ich habe ein Frappe-Latte. Frappe-Latte, spricht man das so aus? Ich weiß nicht. Und Rays, den kann ich die schmeißen? Oh ja. Oh, die spawnen Monster. Okay, Leute, jetzt boosten wir uns erstmal richtig schön den Kugelschreiber auf Level 5, Leute. Alter, das war nicht gewollt. Jetzt ist Jonas hier noch am Schlüssel. Oh Mann, du hast mich einfach weggeflext. Es tut mir leid, ich habe dich gar nicht gesehen, echt? Ja. Ich wollte doch eigentlich nur mein Kugelschreiber leveln hier. Ich war ganz unbeteiligt. Die hat mich angegriffen. Ich habe mich nur gewehrt. Ich habe gar nichts gemacht. Ich wollte in Ruhe in der Mitte Blöcke öffnen. Da liegen Pizzen und alles. Wie OP ist das denn, Leute? Rucksack. Die sind mir runtergefallen, oh nein. Ich habe Pizzen. Ich weiß nicht, wie OP die sind, aber verdammt. Level 2 von 3. Nice geboostet. Aber was haben wir hier alles bekommen? Diese Bazooka, Leute. Was kann die denn? Elina, ich würde sagen, ich probiere die mal. Oder ich probiere die mal da hinten aus. Zack. Ach, das schießt diese Teile. Ja, aber die schießen ja nur so einen Meter weit. Wow! Wow! Da, heftiges Teil, ey. Let's go, Elina. Hier, bitte. Da hast du ein paar Kollegen. Oh, nein. Ich bin durch den Zombie gestorben. Okay, was habe ich noch bekommen, Leute? Diese Coca-Cola. Was kann die? Ich trinke mal eine. Aber, Pit, was? Ich bin jetzt erst. Ich habe eine Million Herzen, Elina. Ja, und ich habe 15 Tode. Mein Bildschirm ist halb voll, meine Zuschauer sehen nichts mehr. Was habe ich hier unten? Diesen Cappuccino, dieses Getränk, was bringt die? Weiß ich nicht, ich hatte jetzt nichts gebracht, glaube ich, aber auch wahrscheinlich das Gleiche irgendwie. Alter! Ich glaube, die Absorptionsherzen sollten gleich weg sein, wenn ich mal ein bisschen Damage kriege. Elina, dass du ohne Rüstung in die Mitte gehst, ist aber auch recht interessant. Hast mich schon wieder weggeflext, oder? Ja, aber du gehst halt auch ohne Rüstung. Oh, was hast du hier bekommen, Elina? Dankeschön. Oh, habe ich dir geklaut. Als ob du einen Fidget Spinner hast. Oh ja. Hier liegt voll viel Stuff rum. Guck mal, wie cool der aussieht. Ja, ich habe irgendwas zum Essen. Ich habe Walters zum Essen. Yo! Ach nein, sorry, du wolltest mir... Das war ein Reflex, es tut mir leid. Ich habe irgendeine Chestplate und einen Helm. Okay, jetzt bin ich irgendwie so ein Alien Man, okay. Wir haben... Oh, ich habe auch einen Fidget... Oh mein Gott, hat der viel Damage. Ich habe Jonas mit einem Schlag mit dem Fidget Spinner weggehauen. Ich habe die Holzrüstung. Oh, die gibt Revival. Oder... Ja... Die Holzrüstung der Revival ist ja mega unfair. Okay, was haben wir hier noch? Den Ultimate-Helm. Der kann fliegen. Der Lucky Block ist ja so krank. Ich habe hier verschiedene Bazookas. Ich kann das ja gar nicht alles ausprobieren. Weg mit dir, Jonas. Die Bazooken. Ich hab Bazooken. Oh, ich habe den Chip, Leute. Endlich. Wir müssen jetzt wirklich... Oh, und den Cursorbogen. Sehr schön. Wir müssen jetzt wirklich mal gucken. Okay, wir brauchen, glaube ich, die Schuhe tatsächlich am meisten. Das heißt, ich craft mir jetzt mal die Schuhe. Ich habe aber keine Werkbank. Möge das Battle um die Krone beginnen. Wir haben hier die Banks Unterhose, dann die Walter Chestplate, die Nuclear Legends, also eine übelst nice Hose. Und ich glaube, irgendwie ist der Lucky Block Ersteller ist das hier oder zumindest ein Kumpel von ihm. Dann haben wir hier die Hacker Schuhe, auch sehr, sehr schön. Kann ich eigentlich fliegen? Oh nö, ich kann nicht fliegen, Mann. CD Schwert, als Backup haben wir den Kugelschreiber und den Fidget Spinner zum Angreifen. Ein Cursorbogen, Bazookas,
3 Pizzen, ein Frappuccino, Frappe Latte, Coca-Cola und Kugelschreiber und alles mögliche, Leute. Ziemlich cool. Wir legen los. Erstmal die Legendary Potion. Nom 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 nom. Pup. Erstmal die Ultimate Bazooka auf den Octopus. Wow! Alter! Nein, es ist meine Potion weg! Ich Idiot, ich hab mich selbst getötet und deswegen ist meine Potion weg. Meine Ledge wird so blöd. Nein. Meine Ledge, ja, kann fliegen. Okay, wir probieren mal die Nuklear-Pizza. Ah, wartet mal. Okay, das ist die 10-fach-Pizza, die Einfach-Pizza und die 5-fach-Pizza. Wir beginnen mal mit der schwächsten und arbeiten uns hoch, Leute. So die Ja, also ich habe übrigens 715 Rüstungspunkte. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber ist zerstörbar, alles erlaubt. Okay, Elina macht da Stress, dann mache ich hier mal auf der anderen Seite Stress. Hui, hui. Okay, Leute, ich habe mich hier herangepirscht. Ich bräuchte vielleicht eine Spitzhacke. Oh, er hat mich gesehen. No, 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 nicht runterfahren, nicht runterfahren. Nein. Bazookas? Die sind ein bisschen heftig, glaube ich. Ich nehme mal die, jetzt kommt die 5-fach-Pizza, Leute. 5-fach-Pizza. Oh, ist schon ein bisschen geiler. Wow. Bitte, ich bin da. Als ob. Der Okto macht ganz schön Stress bei dir, ne? Ja. Weißt du, was ich dann vorschlagen würde? Dass ich... Oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich das wirklich schaffe. Dass ich hier vom Okto mal die... Nein! Vater, ich bin wieder runtergefahren, Ida. Ich brauche noch ein bisschen. Ich brauche vom Okto mal den Beacon ab, würde ich sagen. Und sein Beacon ist... abgebaut! Okay, was kommt denn hier aus dem Block raus? Oh, Wassereis! Das ist eh mega OP. Let's go, Leute! Regeneration X. Erstmal Wassereis gegönnt. Ich habe dich gesehen, Elina, dass du dir die Truhe gönnst. Ah, nein! Oh, das war nicht ich. Als ob er die Truhe jetzt in die Luft gesprengt hat. Ah, oh, das werde ich rechnen. Ich kann nur das Schwert hier holen. Oh. 2, 3. Tschüss. Oh, nein, ich hasse dich. Okay, der Chris meint hier rumzunerven, Leute. Da würde ich sagen, kümmern wir uns mal um den. Und weg. Jo, ich glaube, die Galaxy Pizza ist ein bisschen OP, Leute. Aber nur ein bisschen. Oh. Nein. Abgebaut. Und der Typ macht da auch Stress mit seinen Armen. Mir ist übel, Leute. Fuck. Let's go! Oh, da war eine Truhe. Nice, Alter. Oh, ein bisschen mit Chestplate, Leute. Cookies. Schuluniform. Nice, ich brauche eh ein bisschen Rüstung. Gummi, OP Goldäpfel. Okay, nice. Schnelligkeit brauchen wir tatsächlich eher nicht. Ja, ich glaube, das... Oh, Hackerboots. Die ich schon hab. Bro, was ist das denn? Badeshorts, die sind auch sehr nice. Schweißband ist auch sehr nice. Was können wir denn weg, Leute? Das können wir weg. Okay, coole Rüstung. Fidget Spinner, flieg und sieg. Also du kannst ja nicht fliegen, aber zumindest... Magic, so rennt denn Jonas weg von mir. Der sieht mich gar nicht kommen. Let's go! Hat er mich gesehen? Ich glaube, er hat mich tatsächlich nicht gesehen. Als ob er sich jetzt Chris Rüstung gönnt. Bam, weg mit dir, Jonas! Boom! Okay. Oh, der hat radioaktive Bomben und werfbare Milch. Ist sau nice, Leute. Die 1er-Pizza tue ich mal weg. Die ist zwar auch geil, aber ich brauche den Platz, Leute. Bikini-Brille. Die 3er-Pizza gibt. Nein, er macht die Truhe kaputt. Es ist, ich sehe nichts, die Herzen. Es ist zu. Oh, er geht zum. In die Mitte, Leute! Nein, ich habe auf meinen. Oh Gott, ich habe fast meinen eigenen Beacon getroffen mit der Atombombe. Das war ja so. Das ist die ganze Zeit. Nein, das ist Jonas. Was muss ich den Goldblock mit der Hand zerschlagen? Was ist denn hier los, Leute? Und Beacon ist. Nein, er sieht mich, er sieht mich, er sieht mich, er sieht mich, er sieht mich. Abgebaut. Oh, Elina! Als ob er dir mit der Hand abbaut. Elina, was machst du? Wieso chillst du da unten? Und wieso hast du Bauarbeiterhemd an, wollte ich eigentlich sagen. Und tschüss. Oh, als ob du dich nochmal gerettet hast, ey. Okay, aber ich schnapp mir jetzt auch nochmal Jonas. Okay, Elina ist raus, Leute. Aber Jonas gegen mich. Ich muss hier in der Mitte bleiben. Ich will halt nicht runtergeschlagen werden. Ich glaube, so kann er mich nicht killen. Hey, sieht er mich nicht? Oh, ich bin unsichtbar. Wer müsste mich eigentlich schon sehen? Oh, er will sich jetzt eine Truhe gönnen, glaube ich. Nix da, Leute. Ab und... Boom, weg mit dir, Jonas. Das war's, Leute, wir haben gewonnen. Wir beginnen mal mit den Blöcken. Wir beginnen ja mal mit den Schwächeren und arbeiten uns dann vor. Oh nein, ich habe aus Versehen Randy MC-Block abgehauen. Disqualifiziert. Die Randy-Boots, nice. Okay, was aber... Und den Schutzanzug. Oh, der sieht ja so crazy aus. Hab ich ja ganz vergessen, genau. Wir machen weiter, Leute. Auf die... Oh, 2, 3 Loot-Cases für Waffen. Let's go, Leute. Waffen. Pizza. Damascener... Mega-Diamantschwert und Sonnensche. Yo, welches soll ich denn jetzt nehmen? Die sind alle nice. Die sind alle verdammt nice. Welches ist am stärksten? 700? 1000? Oh, dann nehmen wir das 1000er-Schwert, Leute. Let's go. Okay, cool. Pizza-Block. Blub. Oh, da ist jemand mit der Schwimmnudel. Chris kämpft gegen einen... Oh, da ist er runtergefallen. Hä, hab ich da gerade gar nichts rausbekommen. Kann das sein? Der Pizza-Block. Welche Pizza hast du bekommen? Bitte nicht die OP-Pizza, oder?
Ich habe die Nuklearpizza gekriegt. Oh nein, ich habe die... Oh, die habe ich doch schon 64 Mal. Wow! Wow! Hier hat irgendwas heftig alles in die Luft gesprengt. Oh ja. Mann, jetzt hat das meine Werkbank kaputt gemacht. Oh, eine Kartoffel. Ich habe einfach Orgin... Oh, nein, dieser Chip, das bringt mir doch wieder nichts. Ich brauche doch Coca-Cola. Den Coca-Cola. Oh, Coca-Cola? Zwei Ninja-Blöcke. Ninja-Block Nummer 1, Ninja-Block Nummer 2. Ah, Damaszenerstahl. Oh, die Rüstung muss... Die Rüstung ist doch safe. Richtig stark, Leute. Lass sie mich mal kurz craften. So. Oh, unbreakable ist die. Oh, die ist mega nice. Wie stark ist so, dass damals... Kann ich das Schwert dann auch machen? Nee, das Schwert geht nicht. Okay. Da mache ich mir noch ein... Schuhe. Da mache ich mir eine... Das reicht ja für eine komplette Rüstung, Leute. Kann ich mir die komplett anziehen? Jawohl, Alter. Komplette Damaszener-Stahlrüstung. Sehr nice. Sieht zwar aus wie Eisen, aber ist ziemlich OP, Leute, wie ihr am Verteidigungswert seht. So, wir machen weiter mit den Squid-Blöcken. Wir haben einen Ökt-Bogen. Oh nee, da brauchen wir Pfeile für und eine Ray-Lag. Ja, die ist sogar schwächer, Leute. Let's go. Zack, ein Brunnen. Und da schmeißen wir rein Holz. Oh, was ist denn das? Walter zum Essen? Was ist los? Galaxy Sword. Ah, Skeleton. Oh, oh, ich habe die schwächste Pizza bekommen. Oh. Rainbow Material. Oh, lasst mich mal kurz gucken, Leute. Oh, hey, die sieht ja mega nice aus, die Rainbow-Rüstung. Oh, guck mal, Elina. Was denn? Überraschung. Oh, nein. Überraschung, Dönerröschen. Tschüssi. Sau geil, ey, mit der kann ich fliegen, Mann. Cool ist das denn? Aber schnell taktischer Rückzug, Leute. Wow. Nein, der hat meine Rüstung kaputt. Nee, doch nicht. Hä? Nee, doch, alles gut. Ich dachte, es hat nur geleckt. Hey, da steht irgendwas mit Schnitzel, Lucky Block ist OP, schmier mich aufs Brot. Mann, Jonas hat mich irgendwie, der hat das alles, der hat meine halbe Insel gesprengt. Was geht denn ab? Block. Oh, nice, Leute, die Nuclear Chestplate. Boah, wie es immer leckt, ne, weil das explodiert, man ist ja nicht mehr normal. Eine Hose und, oh, was ist? Oh, ah, ich habe diesen Eishockeyschläger. Ach nee, das ist ein Hockey, das ist ein, oh, das ist ein Bogen. Ich habe einen Bogen-Hockeyschläger. Oh! Nein! Hey, der ist mega OP. Wie viel Kills ich mache? Hä, hat der Auto-Aim? Hä, ich glaube, der hat Auto-Aim. Nee, doch nicht. Hä, sah echt so aus irgendwie. Elina im Game-Mode, ich sehe das ganz genau. Nein. Ja, natürlich, ich habe das alles auf Band. Der letzte Block, Leute. Ich habe jetzt schon 6 Kills gemacht oder so, ne? Also nur so, oh. Das ist was anderes zum Essen. Ey. Jo, Dönerissen kann auch fliegen, die Sau. Geh mal weg. Ich habe Fabo zum Essen. Nice. Aber den kann man gar nicht essen. Das ist das. Das ist das. Ach nee, das ist Material. Ich bin so doof, ey. Deswegen kann ich den nicht essen. Oh Leute, da muss ich mal ganz kurz hier mir die dritte Werkbank machen, nachdem Jonas die zweimal weggesprengt hat, der Schlawiner. Da machen wir uns mal eine Walter-Hose und eine Fabo-Boots. Fabo-Boots machen wir uns. So. Und so. Ja. Aber tatsächlich ist damals 10er Stahl. Der. Oh. Nicht mit mir, Jonas. Die Mitte gehört mir. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Oh Mann, der tankt heftig. Oh Gott, nein. Nom, 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 nom. Ja, oh nein. Ja, ich will jetzt nicht so dreist sein und das aus dem Dungeon klauen. Das soll sie mal behalten. Oh, Jonas. Ich, das ist so klar, Alter. Ich sag's so. Ja, ich bin jetzt nicht so dreist und klau das. Jonas fliegt instant hin und klaut alles. No, komm. Wow. Das ist der Abfucker. Alter, aber wirklich. Ich hab's extra. Ich kill den jetzt. Der kriegt das nicht. Weg mit dir, Jonas. Lass das Dungeon in Ruhe. Das sind nicht deine Illuminati-Sachen. Oh, Elektroschock. Oh, was kann das denn? Oh, ich habe so viele Effekte. Was geht denn ab? Oh, das ist ein nicer Bogen. Okay. Gott, ich habe hier alles voller komischer Bug-Items, Leute. Was? Virus-Card. Da muss ich auch mal gucken, was das genau kann. Randy-Boots, die hatten wir schon. Oh, ich habe Resistenz 5 dank der Pizza, glaube ich. Das ist natürlich nice an dieser Stelle. Oh Gott, was ist denn das für eine Rüstung, Elina? Das ist Einhorn. Komplett Galaxy ist das. Ach so. Yo, was? Wie hast denn du die bekommen? Jetzt mal ehrlich. Ja, aus meinen Galaxy-Blöcken. Ach so, stimmt, du hast ja die Insel, hab ich ganz vergessen. Okay, die Randy-Chestplate ist ziemlich OP, aber dann kann ich nicht mehr fliegen. Das bringt mir natürlich da nicht so viel. Was haben wir hier? Fliegen ist halt mega OP, ne? Oh, Deck. Oh, ich hab ein paar sehr nice. Ich habe ja voll die geilen Drops bekommen. Elektro-Boots haben wir hier noch. Wir haben den Ökt-Lack. Ich glaube tatsächlich, der Ökt-Bo ist wohl der Wobei, ist das wirklich der Beste? Wir haben den Randy-Bow. Mit Unendlichkeit 500. Ich würde mal gerne den Elektroschockbogen benutzen. Der ist doch safe irgendwas mit einem Blitz oder so, oder? Oh. Oh Gott. Elina? Ja? Guck mal. Liegt das am Bogen? Nein.
Was denn? Ich lasse Command-Blöcke unter mir spawnen. Was war das, Jelena? Du hast gesagt, leider. Okay, aber das habe ich rausgeschnitten wahrscheinlich. Das heißt, man hört nur dich. Nein. Doch. Nein. Oh, das sind ganz viele coole Sachen, aber die bringen mir alle nichts. Spiel. Ja, ist mir genau. Wobei, doch, die Spielhose ist eigentlich geil, Leute. Oh, die ist sehr geil. Das kann ich nämlich. Schuhe anziehen, dann nehmen wir die. Jawohl, sehr schön, Leute. Im heutigen King Battle haben wir, Leute, die Schutzanzugrüstung, die Rainbow-Rüstung, die mega nice ist. Damals 10er Stahl, full Elektro. Außerdem hier noch die Spiel. Also, wir haben übelst viel Backup, Leute. Wir können da auf jeden Fall jede Menge herumspielen. Wir haben ein cooles Schwert. Wir haben, also bogenmäßig sind wir übelst nice aufgestellt. Wir haben im Grunde 1, 2, 3, 4, 5, 6 OP-Bögen. Das ist ziemlich crazy. Die Pizza, das, was ich. Ich glaube, das killt instant, aber ich bin mir nicht sicher. Let's go. Let's go! Illuminati. Illuminati. Alarm Illuminati. Und der hat Full Elektro. Das sieht voll nice aus. Ey! Oh Gott, mich hat irgendeiner mit einem Hackerbogen getroffen. Mein ganzes Inventar ist komplett im Eimer. Ey! Das ist voll gemein, die Rüstung. Oh, ich hasse dich, Ben. Woher weißt du, dass ich das war? Okay, ja, weil du so blöd gelacht hast. Okay, Leute, ich esse mal den Spiel-Apple. Wow, der hat mich fast gekillt. Aber Spiel-Apple war da rechtzeitig. Und nein! Okay, Leute, wir haben tatsächlich ein heftiges Problem, Leute. Randy Helm! Ist unser... Okay, Beacon ist noch da, alles gut. Wow! Lena! Ich muss die Pizza essen! Oh, Pizza. Mann, dass die sich bei meinem Beacon battlen, das gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Die soll mal abhauen. Oh, diese Elektro-Boots, das nervt ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Wir ziehen mal die damals 10er. Oh, der hat's Kleck gemacht. Yo, wir haben Lena. Ist mein Beacon weg? Oh, nee. Hui. Oh, Elina! Yeah! Nice, Elina, hast du schön gemacht. Tschüss. Oh, du hast nur Knockback, danke, du Sau. Danke, danke. Oh Gott. Ja, ich kill dich jetzt. Ja, wie du lang spielst, das geht ab, ey. Weg mit dir, Elina. Hä, ist Jonas schon raus? Nee, alle noch drin. Wo battlen die sich denn hier alle, Mensch? Ich muss meinen Beacon beschützen, Leute. Oberste Priorität, Verteidigung. Ah, Jonas sneakt da. Aber nicht mit mir, mein Lieber. Ach nein, er macht seine. Hä, ist er noch drin? Oh, ich hab's aber. Oh, Jakob, seine ganze Rüstung ist kaputt. Ich weiß, wie wir ihn killen, Leute. Oh, ich weiß, wie wir ihn killen. Und? Oh nein, er muss stehen bleiben, damit ich... Nein, das war optimal gerade. Wartet mal, ich habe doch den Malware-Bogen. Da kann er sich nicht mehr bewegen, glaube ich. Wow! Ich will Jonas mit diesem Basketball abschmeißen, aber der... Oh, der hat irgendwas... Na, er hat sich selbst gekillt, der Idiot! Gott. Oh Gott, wo spawn ich denn? Broke! Jonas hat gerade einfach alle ohne Beacon gekillt. Ich glaube, das war aber nur er selbst, oder? Oder war das noch jemand? Ich glaube, alle Beacon noch am Start. Doch, Lord Basi hat er auch gekillt. Lord Basi ist auch raus, glaube ich. Was hat denn Jonas in seiner Schniekenkiste? Einen Rainbow Fidget Spinner. Alles ist... Sehr nice Stuff, Leute. Die beiden nehmen wir... Oh, die Cola, Alter. Die können wir auch sehr gut gebrauchen. Okay. Oh, das Schwert ist viel stärker als meins. Let's go. Nehmen wir auch mit. Okay, Leute. Der Rainbow Fidget Spinner und die Bazooka und die pinke Wasserbombe müssen jetzt zum Einsatz kommen. Ich habe auch noch alles, das One-Hit. Aber das wurde jetzt schon zweimal eingesetzt. Das scheint echt übelst krank OP zu sein. Okay, wir essen mal so ein Elina OP Apple. Ich weiß nicht, was der kann. Der ist verdammt OP. Wie lange hält der? Oh, nur 30 Sekunden. Ich muss mich beeilen. Lena, komm her. Jawohl. Nice. Der Beacon steht noch. Hier stehen noch einige Beacons. Der steht auch noch. Ich weiß gar nicht, wem der gehört. Ich baue den einfach mal ab. Let's go. Und, ah doch, das ist Chris. Chris seiner. Zack, okay, Chris seiner ist weg. Wo ist denn Chris überhaupt? Ach, da oben fighten die, glaube ich, kann das sein? Ja, die übertreiben halt komplett, Alter, da ganz oben. Ich glaube, Lord Basi liebt nämlich auch noch. Oh, sie hat den Fidget Spinner. Fidget Spinner Battle, Lena. Let's go! Und, ach, mein Pizza-Effekt ist leider weg. Das heißt, nee, mein OP-Apfel-Effekt. Oh, no shit. Und, ja, tja, meine liebe Lena. Da guckst du doof, ne? Wir sind, glaube ich, das war das One-Hit-Duell des Tages. Und, zack. Okay, wo ist sie? Wo ist sie? Ach, ihr Spawn hat, glaube ich, nicht hingehauen. Okay, gut, dann lebt sie aber noch. Dann können wir ja ganz ruhig in der Zeit hier mal chillen, was Elina für ein nice Stuff hatte. Das Ja? Ja, aber brauchen wir nicht, Leute. Exploit. Du hast 7! 7! Galaxy Gas? Was? Ja. Wie konntest du damit sterben? Naja, ich hatte Angst, dass ich mich selber kill. Ach so, weil du kein Beacon mehr hattest. Okay, das ist natürlich ein Argument. Wow, hey, wird halt angegriffen. Wow. Wow. Was war das? Ist mein Beacon noch da? Hallo? Nein, der ist weg. Welche Sau. Lena, du Sau. Ich weiß genau, dass du das warst.
Ich muss irgendwas OP-mäßiges essen, damit ich überlebe. Habe ich irgendwas? Ich habe Coca-Cola. Gib mir Coca-Cola. Da haben wir zumindest mal ein paar Bonusherzen. Okay, das gefällt mir schon, okay. Tut mir leid, Leute, dass man jetzt nichts mehr sieht, aber es ist strittig, ich habe kein Beacon mehr. Lena und Chris leben noch und wir haben alle drei kein Beacon mehr. Ich weiß gar nicht, wo Chris ist. Na, dann bettle ich jetzt Lena. Let's go! Ich habe einen Fidget Spinner gesichtet. Ich könnte halt die Galaxy Gas benutzen, aber das ist ein bisschen zu hohes Risiko, sich dann selbst zu killen. Bleib stehen! Wow! Das war eine Potion! Ich nehme mal meine Stärke lieber. Oh, Chris ist tot! Ich weiß nicht wie, aber hat er den Trank abbekommen? Ja, das wäre mega random. Aber ich sehe sie halt nicht, man. Die Herzen blockieren den halben Platz. Oh, ich weiß nicht, ob Lena schon mal gewonnen hat. Kann ja sein, dass ich One-Hit bin jetzt. Boah, Alter. Oh, es ist schwer so zu kämpfen, ich sehe sie nicht. Ja, das war aber knapp, ey, meine Güte. Hab ich gewonnen? Ja, ich glaube schon. Wir beginnen. Case. Elina, haben wir irgendeinen Plan? Wollen wir irgendwelche Leute targeten? Oder ich weiß auch nicht. Ich bin dafür, dass wir Jonas targeten. Alles klar, Jonas wird getargetet. Okay, wir haben das Balance Sword, das Nightblade und den Ghostbogen. Alles klar, rüsten wir uns mal aus, Leute. Wollen wir das wegschmeißen. Okay, dann beginnen wir zuerst mit unserem Inventar, Leute. Wir haben die Inka und die Technik-Lucky-Blöcke. No-Knockback-Pizza, alles am Start. Zack, Block Nummer 1. Ein paar Spawn-Eier. Gas. Let's go. Oh nein, der beschießt ja mich. Oh mein, hau mal ab, ey. Jo, und der fliegt in die Luft. Sehr schön. Was haben wir hier noch, Leute? Wir haben noch einen Wächter, einen Ocelot, einen Hey, chill doch mal. Wieso targeten der Original nur mich? Elina, kannst du den bitte mal töten? Ich hab ihn! Oh! Easy. Das war ein nicer Schuss, okay. Oh mein Gott, war das viel Müll. Zack. Oh, nice. Da haben wir schon mal Inka-Apples und Inka-OP-Apples. Aber ich habe auch lauter Müll, dass hier definitiv erstmal alles weggeschmissen werden muss im Speed-Durchlauf. So, der nächste Inka-Block. Auch wieder Müll. Hä, hey, mein Inka, enttäusch mich doch nicht. Was geht denn ab mit dir? Zack, ein Haufen Erze. Nehmen wir einen Copper-Helmet. Sehr schön, okay, sehr cool. Dann haben wir hier weiter Inka noch am Start. Inka, ein Fire-Mage. Ist das ein Helm? Das ist ein Helm. Und das ist ein ziemlich nicer Helm. Feuerschutz. Okay, sieht mega cool. Ist der unzerstörbar? Nee, okay, dann ziehen wir erstmal den Copper-Helm so lange an. Aber sieht cool aus. Okay, zack. Ein Diablock. Okay, brauchen wir nicht. Wir machen wieder mit den Technik, Elina. Ich hoffe, du hast schon nice Stuff bekommen. Boah, geht so. Also nicht. Mann. Was kam da raus? Hier, da kam das raus. Ein Stahl-Tier 1. Vielleicht können wir heute ja mal was daraus craften. USB-Stick-Virus habe ich bekommen, okay. Ich weiß, ich brauche diese... Oh, Enderperlen, das ist mega praktisch. Ich brauche diese... Nein, da ist was runter... Oh, ich habe nochmal ein USB-Stick-Virus. Ach nein, USB-Stick-Lightning. Ja, dann müssen wir echt mal gucken, was die alle können und wie man das craften kann und so weiter. Ich öffne die erstmal alle und schaue am Ende nach am besten. So, weil es ist immer schwierig zu sehen, was man da rausbekommt, weil die Sachen so klein sind. Okay, und der letzte Technikblock. Oh, das wäre fast runtergefallen. Okay, wir haben Zombies Zylinder. Luxus muss sein. Okay, wir haben die Tastatur mit Rückstoß. Das ist saugeil. Okay, sehr schöne Waffe, die nehmen wir. Ein USB-Stick, ein Stahl Tier 1. Knopf, eine Grafikkarte Tier 3. Okay, wartet mal kurz. Was kann man denn aus diesem Stahl? Was habe ich Stahl Tier 1? Kann ich daraus irgendwas machen? Oh ja, da können wir... Ah, da brauche ich ja voll viel, Mann. Okay, das Holo-Schwert können wir leider nicht craften. Da brauche ich viel mehr Stuff. Können wir aus diesen USB-Dingern irgendwas machen? Lass mich mal kurz checken. USB. Wir haben den Virus-USB und Lightning. Okay, Lightning, können wir da was draus machen? Da können wir einen Lightning-Core machen, aber haben wir auch nicht. Mann, daraus können wir original nichts craften, Leute. Das ist ja voll ärgerlich. Aber eine Technik haben wir noch. Vielleicht... Oh, TNT-Core-Kanone. Tschüss, Lena. Tschüss, Jonas. Oh, nicht getroffen, der Lacker. Und tschüss, wer auch immer da ist. Tschüss, Baukasten. Oh, ich habe ihn nicht getroffen, der Lacker. Tschüss, Lord Basi. Ich krieg nicht mal die Kills, weil die sich halt selbst töten mit der Kanone. Sehr ärgerlich, ey. Okay, das ist aber geil. Sehr schöne Kanone. Ich bin fertig, Elina. Ich mache mal den Modularen. Ich fange an, ne? Mit Hilfe des Eisens machst du jetzt eine riesen XXL-Chestplate in dieser XXL-Werkbank. Also einfach so, wie man sich das halt vorstellt. Crafting-Rezept müsstest du eigentlich... Jawohl. Da haben wir nämlich die modulare Brustplatte. Das gleiche machen wir jetzt nochmal mit der Hose, Leute. So, habe ich da genug Eisen? Ich glaube, die Crafting-Rezepte müsstest du hinbekommen, Elina. Das ist einfach so wie in der normalen Werkbank, nur halt größer. Eine Hose haben wir auch, genau. Jetzt machen wir uns noch einen Helm. Der müsste ja eigentlich so gehen. Ich bin erstaunt, dass ich alles aus dem Kopf das gerade hinkriege. So, so. Okay, das vermute ich mal hier irgendwie noch, ne? So, nee.
Okay, jetzt wird's kompliziert, Leute. Wie geht der Helm? So. Jawohl, Helm haben wir auch. Und jetzt noch die Schuhe. Wir machen weiter die modularen Blöcke auf. Zack, zack, zack. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Eisen für die Schuhe. Ich habe Eisen, okay, let's go. Jetzt machen wir uns noch die Schuhe. Im Notfall kann ich dir die auch craften, Elina, falls du da Probleme haben solltest. So. Ich glaube, das war's schon, oder? Nee, ach, noch eine Reihe, okay. So und so und so. Schuhe haben wir, zack. Okay, jetzt haben wir die komplette modulare Rüstung, Leute. Wie ihr seht, Schuhe, Hose, Brust, Plade und Helm. Genau. Und die rüsten wir uns jetzt aus mit den einzelnen Teilen. Beginnen wir mal, Leute. Jetzt, Elina, musst du nämlich, falls du ein Rüstungsteil da mal hast, öffnest du den Konfigurator. Nein! Was ist los? Du öffnest auf jeden Fall den Konfigurator. Da tust du zum Beispiel die Brustplatte rein. Und dann möchtest du jetzt zum Beispiel Schutz drauf machen. Zack, da machst du Schutz drauf. Bumm. Und das passiert dann quasi automatisch. So, jetzt machen wir da noch drauf Dornen natürlich. Bumm. Dann machen wir auf die Hose Verteidigung. Bumm. Was haben wir hier noch, Leute? Federfall machen wir natürlich auf die Schuhe, Leute. Ja. Zack. Ich habe eine Brustplatte. Jawohl. Dann haben wir erhöht Resistenz, Leute. Machen wir einmal auf die Hose und einmal auf den Helm. Und ich mache beides auf das Gleiche, sonst backt das vielleicht rum. So, damit du auch Resistenz 2 bekommt. Zur Waffe hinzufügen. Ein Schwert müssen wir uns auch noch machen, Leute. Feuerschutz machen wir auf die Hose. So, genau. Dann haben wir noch erhöht Reichweite. Haben wir einfach auch. Machen wir auf den Helm. Jo, das wird so eine OP-Rüstung, Elina. Let's go. Dann haben wir hier noch erhöht Armor. Das machen wir hier auf die Hose. So, dann haben wir noch zur Arme und Waffe gibt Feueraura. Feueraura, yo. So, Feueraura 1, Feueraura 2, Feueraura 3. Wir öffnen weiter die modularen Blöcke. Ich sammle jetzt wirklich einfach mal jede Menge Module. Ich habe die wirklich noch nie so richtig OP gemacht. Also ich habe jetzt full modulare Rüstung, habe mir das Schwert außerdem auch noch gecraftet. Aber man kann halt auch Radioaktivität haben und Feueraura. Das macht so viel Damage dann. Ich glaube, das kann richtig OP werden. Aber ich habe es halt noch nie probiert. Deswegen, Leute, let's go. Ich öffne jetzt erstmal hier so jede Menge Blöcke. So, aber Eisen brauchen wir jetzt halt nicht mehr. Wir haben alles gecraftet. So. Case. Und Case. Okay, wir öffnen mal alle Cases. Mal sehen, was wir... Vielleicht bekommen wir ja doch noch was Geiles raus. Barfußboots. Hackerhose. Oh, die würde ich jetzt... Ja, ist aber schwächer. Lineales Stecher, weil da haben wir Rückstoß drauf. Okay, brauchen wir davon irgendwas? Das Uranschwert. Die Megabratpfanne. Oh, so geile Waffen, aber ich brauche die eigentlich alle gar nicht. Leute, wir haben schon nice Waffen. Oh Mann, Leute, egal. Wir haben jetzt richtig geile Sprungkraft. Wir haben Regeneration 4, Sprungkraft 4, Stärke 2, Resistenz 2, Radioaktivität. Ich will aber noch Radioaktivität, Edina, hast du das? So, ich würde sagen, das reicht dann wirklich jetzt auch. Wir haben jetzt noch, was haben wir hier? Erhöht Stärke. Dann machen wir hier Stärke noch auf den Helm, Leute. So, genau. Boom. Dann haben wir hier noch Federfall, brauchen wir nicht. Gibt Verbrennung Feueraura. Das packen wir safe noch auf die Schuhe drauf. Und auf... Oh, ich muss echt gucken, wo ich das schon... Hier habe ich schon Feueraura. Hier habe ich auch schon Feuer. Ich habe überall schon. Ich habe voll Feueraura. Was geht ab? Sommerblöcke müssen jetzt noch abgebaut werden, Leute. Das können wir gar nicht mit einem Speed-Durchlauf machen. So. Oh, da kam irgendwas Cooles raus. Oh, da kam Hawaii-Hemd raus. Ja, die Rüstung wollen wir eigentlich gar nicht benutzen. Ja, vielleicht benutzen wir die später noch. Aber erstmal beginnen wir natürlich mit der modularen Rüstung. Hast du noch Resistenz übrig, was du nicht brauchst, Elina? Ich hab's gerade vor einer Sekunde verbraucht. Oh, einmal Resistenz. Oh nein, jetzt habe ich aus Versehen das... Oh, ich habe das Wassereis runtergeschmissen. Ich bin so blöd, ey. Die Wasserbombe, meine ich, war es. Das war eine Wasserbombe. So. Was haben wir hier noch raus? So. Was habe ich rausbekommen, Leute? Barfuß habe ich rausbekommen. Resistenz 10. Das ist leider verboten. Ah, hier. Yo, mega die nicen blauen Wasserbomben. Eine Sonnenbrille. Die heben wir auf, Leute, falls wir die doch noch brauchen sollten. Barfuß heben wir auch auf. Zwei Loot Cases, das kann weg. Was haben wir hier? Eile. PvP wurde aktiviert. Ich stelle euch kurz meinen Stuff vor. Modulare OP-Rüstung des Todes. Ich glaube, Stärke 6 müsste ich haben. Sprungkraft 4, Regeneration 4, Resistenz 4, Radioaktivitätsschutz, Feuerschutz 2, Reach, Schnelligkeit, Feueraura, Uranaura. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Das ist mega OP, Alter. Also mega richtig, richtig, richtig geil. Medina, ach, wir wollten ja targeten hier, ne? Knockback. Okay, dann grab... Warte, ich glaube, da ist jemand mit mir. Nein! Hast du... Soll ich dir helfen? Ja, Mann, der hat meine Rüstung. Der hat meine Schuhe geklaut. Hä, geklaut? Ja, weil ich gerade am Craften war. Elina, du hast mich gekillt. Okay, dadurch, dass sie jetzt die Schuhe geklaut haben, müssen wir irgendwie an die Truhe rankommen. Das heißt, wir targeten jetzt die andere Seite. Du musst nur Knockback nehmen, Medina. Dann nimm das in den Jutsu des Knockbacks. Ja. Okay, ich kill ihn einfach mit der, also ich schieße ihn einfach weg.
Tschüssi. Nice. Oh nein, ich hab's ja Pik mitgesprengt, das war nicht mit Absicht. Ups, ich bin einfach nice, Elina. Richtig nice, der Wurf. Los, komm, ich beschäftige ihn. Ah ne, er muss erst seinen Beacon wieder platzieren. Ich drüber springen. Oh, wow. Ich kill seinen Teammate. Wow, ist der OP, Mann. So, Elina ist raus, Leute. Elina ist schon 19 Mal gestorben. Warte, ich kann aber Elina helfen. Tschüss, Basi. Boom. Das habe ich im Beacon, glaube ich, auch mit gesprengt. Okay, wer lebt denn überhaupt noch? Baukasten ist auch raus, okay. Lord Basi ist noch allein. Das heißt, wir müssen erstmal auf jeden Fall in das Team ran. Weil, ja, ist ja klar, ne? Weil 1 gegen 1 geht fit, aber gegen ein Team ist natürlich nicht so geil. So, das heißt, so Lena. Ja, Dönerös ist da aus 10.000 Kilometern runtergefallen. Ah, hier Beacon wurde abgebaut. Lena ist, glaube ich, auch raus. Wo ist denn Lena überhaupt? Da ist auf jeden Fall Dönerröschen. Ah, Lena ist auch raus. Okay, alles klar. Irgendwie habe ich gar nicht so richtig teilgenommen an diesen ganzen Fights. Oh Gott, ich muss nur Knockback nehmen. Ah, doch, da ist Lena. Da ist sie doch. Mensch, Zopperlott. Die sehen mich gar nicht hier richtig. Dann werde ich mich natürlich mal ganz geschwind hier... Oh Gott. Geh down, Lena. Ja. Ich habe Lena. Okay, ich habe übrigens die Hackerhose. Das Dönerröschen! Verdammt. Wir haben jetzt nochmal geswitcht. Wir haben jetzt die Sonnenbrille, das Hawaii-Hemd und die modularen Rüstung. Hier habe ich auf jeden Fall Stärke 2 noch drauf und Resistenz 4, Reach 4 und so weiter. Wow! Alter, Jonas ist so OP mit seinem Schwert. Wieso one-hitte der mich instant? Oh, nee, mein Lieber. Geh down! Ja, mein Lieber. Nix da mit meinem Beacon. Da habe ich mich nochmal mit den Wasserbomben letzte Sekunde gerettet, Leute. So, wir nehmen nur Knockback. Folgender Plan, Leute. Geronimo, dann Wasserbombe und dann auf gut Glück hoffen, Leute. Keine Ahnung. Irgendwie so, zack. Oh, zack. Oh, das klappt sogar. Okay, er hat seinen Beacon aber noch. Deswegen bringt uns der Kill jetzt erstmal so gesehen gar nichts. Hat er irgendwie... Oh, ich muss nur Knockback essen. Ich habe Angst, dass er mich mit seinem Bogen so instant runterschießt. Hat er irgendwas? Oh, er hat einen Bogen. Nein, er hat einen Bogen. Oh, Mann. Ich habe keine Ender... Oh, nein, er hat mich getroffen. Ich habe keine Enderperlen mehr, Mann. Kuckuck. Kuckuck. Kriege ich Knockback? Das wäre natürlich die entscheidende Frage jetzt. Ich glaube nämlich nicht. Aber ich würde mich da darauf unsicher verlassen, ehrlich gesagt. Okay, falls ihr mit der Wasserbombe... Wartet. Oh, die hat auch Wasserbomben, die Sau! Oh, zum Glück, ey. Okay, Leute. Vielleicht wird es nochmal spannend. Gucken wir mal. Aber ich glaube, er killt mich halt instant mit seinem Schwert. Und ich habe nur noch 2 Wasser... Nein! Das ist der dümmste... Oh, er ist echt noch hinterhergesprungen, die Sau. Das war einfach der dümmste Tod in Lucky Block King aller Zeiten. Ich bin gestorben, weil ich aus Versehen die Ender Chest geöffnet habe, als ich mich da lang bauen wollte. Aber er hat mich eh one-hit gekillt. Ich glaube, er hätte sowieso gewonnen, Leute. Herzlich willkommen zu dieser coolen Episode, Leute. Wir haben heute eine Ökt-Special-Variante mit den Deutschland-Blöcken, mit den Schweizer-Blöcken, den ganz normalen Squid-Blöcken und den SpongeBob-Blöcken. Plus haben wir den brandneuen McDonald's Lucky Block. Mega gespannt. Da gibt es auch eine ganz besondere neue Funktion, die sehr, 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 sehr cool wird. Ich bin wirklich gespannt, dass sie da Cooles rausbekommen. Aber zuerst müssen wir natürlich die Inseln auslosen, also mische ich hier mal ein bisschen. Das dauert natürlich ein bisschen, Leute. Ihr könntet in der Zwischenzeit ja schon mal einen Kommentar abgeben, denn wir haben nach wie vor das Gewinnspiel mit Preisen wert von über 1.000 Euro. Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr einfach nur Abonnent von Dr. Banks sein, also kostenlos den Abo-Button flanken, ne? Und alle Videos im Dezember kommentieren, also es reicht auch, wenn ihr ein Video kommentiert, aber je mehr Videos, desto größer die Gewinnchance, Leute. Und ich würde sagen, wir sind jetzt hier einfach mal fertig. So, wir legen los, Leute. Kalli kriegt SpongeBob Lucky Blocks. Hero Gamer kriegt die Schweiz, der kann gleich dort bleiben. So, entweder die Deutschland oder ich glaube, ich hätte lieber die Deutschland. Okto, jawohl, das heißt ja wie Deutschland. Sehr schön, Leute. Wir looten die Kiste ganz schnell. Wir haben Phantasia, Time Machine, Infinity, eine Spitzhacke, Burger passend zum McDonald's Special und so weiter. Leute, dann legen wir mal los, oder? Let's go. Wir beginnen mit den YouTube-Blöcken. Whee, da haben wir den 1.000.000 YouTube-Play-Button. Vielleicht schaffen wir auch noch die 1.000.000 Abonnenten, Leute. Dann können wir das Ding auch im echten Leben uns mal anschauen. Das wäre echt ziemlich cool. So, was haben wir hier? Den YouTube-Gaming-Helm ziehen wir einfach mal direkt an, Leute. Ihr wisst das so. Den, wow. Alles klar. Die McDonald's-Blöcke heben wir uns natürlich bis zum Ende auf. Oh, okay, da haben wir nochmal ein paar Blöcke, ein paar Coins. Gott, ich hab... Was? Wartet mal. Ich muss hier kurz was an... Gibt mir dieses Ding Eile? Nee. Ich hab irgendwie Eile bekommen. Ich weiß nicht, von wem oder was oder... Wow. Oh, das ne... Och, nee jetzt, oder? Mann, Alter. Legendary Infinity Sign. Kann ich das hier irgendwie...
Was kann ich damit machen, Leute? Ach, der Helm gibt mir die Eile. Jetzt verstehe ich das. Okay, wir haben hier außerdem Spawn-Point-Glasses. Die kann ich anziehen. Sehe ich dann den Spawn-Punkt? Spawn-Punkt-Glasses. Die haben doch bestimmt eine spezielle Fähigkeit, Leute. Und die passen nicht genau auf meinen Kopf. Hä, aber okay, Leute, ich weiß nicht. Wow, Kali hat auf jeden Fall gut Action da. Ich weiß nicht genau, was die können, Leute. Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen rumprobieren. Och, Mann, Kali, ey. Der sprengt mich einfach weg. So, da ziehen wir jetzt hier mal die Weißwurst-Boots. Och, Mann, Kali, jetzt reicht's doch mal, du. Seine Blöcke haben sie auf jeden Fall in sich. So, wir machen weiter mit den Phantasia, Leute. Da haben wir einiges an guten Erzen. Wir müssen aufräumen, Leute. Redstone brauchen wir nicht. Diamant brauchen wir nicht. Kohle brauchen wir nicht. Gold brauchen wir nicht. Crystal, Emerald, Peridot, Pinky. Eisenerz brauchen wir auch nicht, Leute. Eisenblock. Doch, ich glaube, wir brauchen sogar Coins. Brauchen wir auch nicht. Das haben wir hier noch. Direktschaden 2, Unsichtbarkeit. Nee, nö. Stärke heben wir auf, Leute. Stärke ist ganz geil. Lapis, falls wir vielleicht verzaubern wollen, heben wir auch mal auf. Okay, da haben wir schon einiges geschafft, Leute. Der erste McDonald's-Block. McDonald's Veggie Burger. Ja, die sind ziemlich stark. Okay, da war es mit Phantasia. So, da haben wir einen Haufen Bücher, das braucht ja niemand. Das haben wir hier. Wir haben die Infinity Boots. Die bringen mir Slowfall und so weiter. Ich weiß gar nicht. So, dann haben wir noch zwei Time Machine. Block 1, Block 2. Gladiator Sword plus 2000% Damage. Ein echtes legendäres Schwert, das Spinnen instant killen kann. Ja, okay, weil das halt die Verzauberung hat. Aber das ist auch stark gegen Menschen. Das ist krass. Okay, Leute, das ist ein sehr, sehr nice Schwert. So, was habe ich denn hier noch für einen Trank? Schwäche, Leute, braucht niemand. Machen wir weiter mit den McDonald's-Blöcken, Leute. Block Nummer 1, das ist eine Burger Leggings. Dann, da kam nichts raus. Oh, Pommes. Leute, ich habe ein paar Pommes. Pommes Material. Okay. Wir müssen gleich checken, Leute, was wir daraus machen können. Der nächste Block, da haben wir rausbekommen eine McDonald's-Hose. Okay, sehr schön. Dann der nächste McDonald's. Da kam wieder nichts raus. So, dann haben wir hier noch 3. 1. Oh, wir gucken gleich. Bacon. Okay, 2. Das sind Ultimate McDonald's Boots und Ultimate Helm. Bacon, das ist ja relativ nice. Ich habe folgendes. Wartet mal, Leute, wir müssen das gleich mal probieren. Und zwar kann man nämlich so. Genau, jetzt kann ich mir hier diese Burger Paddles craften. Und jetzt müsste ich doch. Wartet mal, jetzt brauche ich diesen. Wartet mal, Leute, wie geht denn das jetzt nochmal? Ich habe kurz geschaut und zwar soll man wohl das hier so craften können. Genau, und zwar haben wir jetzt den Burger-Konfigurator. Zack. So, es gibt auch den Burger-Brater oder Breter, aber den haben wir, den brauchen wir nicht, weil wir haben ja kein Fleisch. Also das haben wir nicht bekommen als Drop, vielleicht beim nächsten Mal. So, und zwar kann man jetzt hier das Burger-Ding reinlegen und den kann man aufwerten mit dem Bacon. Und dann kriegt man hier den Burger Stufe 1 und der ändert auch sein Design, seht ihr? Wartet mal, kann ich das? Nee, mit Pommes kann man das wahrscheinlich nicht aufwerten, oder? Wir probieren mal. Nee, das hätte ja auch keinen Sinn gemacht. Aber wir können uns hier noch die her... Warte, kann ich den noch doppelt aufwerten? Wartet mal, lass mich mal checken. Hä? Der sieht ja dann... Ah, Burgerstufe 2. Okay. Und jetzt so Burgerstufe 3. Okay, jetzt habe ich halt alles für einen Burger gebraucht. Ich denke mal, den werden wir nicht mehr brauchen, aber den behalten wir mal. So nice, einen blauen Burgerstufe 3. Okay, der sieht ja mega fett aus. Wir müssen wirklich gucken, was der Cooles kann. Alles, okay, sehr cool. Dann haben wir noch Pommes-Material. Da craften wir uns mal eine Pommes-Brustplatte. Oder wir brauchen noch... Nee, wir haben ja ein gutes Schwert, brauchen wir eigentlich nicht. Pommes-Brustplatte. Okay, brauchen wir auch nicht mehr. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit den Deutschland-Blöcken. Vorher aber werde ich mal die ganzen Erze abbauen. Beginnen wir mit der eigentlichen Deutschland-Insel. Oh, das ist eine werfbare Inventar-Clearer. Okay, ihr müsst wissen, das löscht nicht das gesamte Inventar, aber ich glaube, 3 zufällige... Oh, die Elida-Statue. Ja, löschen. Aber ich glaube, 3 zufällige Items, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. So, wir haben hier eine Bier-Bazooka, ein Germany-Schwert. Das brauchen wir aber eher nicht, Leute. Das ist eh relativ schnell kaputt. Okay, Leute. Sehr coole Items habe ich hier schon mal bekommen. Wir machen das mal weiter. Zack, okay, let's go. Oh, ein paar Euro-Scheine. Nochmal, ich werde echt diese Inventar-Clearer sammeln und die Leute damit richtig nerven, Leute. Einfach komplett das Inventar. Ist das, wurde das Bier? Okay, da wurde Bier gedroppt. Da können wir uns Bierrüstung draus craften. Aber, ach, das ist eine Bier-Nuke. Okay, Leute, wir brauchen eigentlich nur einen Nuke. Das heißt, wir schmeißen die immer weg. Und wir sammeln hier genug Bier ein, damit wir uns ein besseres Schwert craften können noch. Oder bessere Rüstung. Weißwurst. Ich weiß nicht, eine Bazooka reicht mir eigentlich, muss ich sagen. Ich kriege ja echt viele Bazookas raus. Das ist so ein spezieller Crafting-Table. Noch eine Bazooka.
Dann haben wir hier ein paar Bögen. Was ist das denn, Leute? Oh, da ist noch ein Inventar-Klierer. Das haben wir hier. Dann, okay, das sind Euroscheine. Die habe ich, glaube ich, schon. Die sammeln wir mal ein. Und was ist. Warte, Leute, was ist. Ist das ein Material? Was schmeißen wir weg, Leute? Hier die Weißwurst-Boots schmeißen wir weg. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das ist Nuke Material Oct Crafting Table. Platzieren wir mal. So. Und dann haben wir. Ich will dieses Material haben. Jetzt gib mir doch das Oct Item. Was ist das Oct-Item? Wartet mal. Oct-Block. Nee, Oct-Block brauchen wir nicht. Kann ich hier? Ah, das ist so eine Special-Werkbank, Leute. Guckt mal. Die hat mehr Crafting-Felder. Okay, ich probiere es. Ich weiß nicht genau, was man hier craften kann. Oh, was war denn das? Jetpack. Ich habe ein Jetpack. Okay, das ist ziemlich cool. Yo, das ist ja mega cool. Das hat auch so... Warte. Ah, guck mal, das hat auch so Effekte. Oh, das ist cool. Das ist richtig cool. Ich habe echt auch schon viel abgebaut. Jetzt sagen noch 5 Blöcke, Leute. Und dann rüsten wir uns aus. Block Nummer 1. Okay, was kommt da raus? Block Nummer 2, Block Nummer 3, Block Nummer 4, Block Nummer 5. Okay, dann sammeln wir das jetzt nochmal alles ein und rüsten uns aus. Möge das Battle beginnen. Und die ersten bauen sich schon rüber. Wir nehmen mal das No-Knockback hier sofort. Bauen wir uns mal in die Mitte. Also, es gibt ja keine richtige Mitte, aber ich meine, bauen wir uns mal zu Hero Gamer. Oder zu Kali, der hat einen OP-Goldapfel. Baukasten campt da irgendwie rum. Okay, Leute, bauen uns mal hier hoch. Mal sehen, was wir da so reißen können. Okay, da kommt schon der Erste. Let's go. Ich hoffe, mein Schwert ist schon... Wow! Was ist denn das gewesen, Leute? Das war irgendwie ein nicht so geiler Effekt, den ich da gekriegt habe. Ich bin irgendwie Luft geflogen. Ich glaube, das war irgendeine Rüstung von irgendjemandem. Warte mal, von... Ja! Oh Mann, Leute. Zack! Hab ich ihn getroffen? Ich weiß gar nicht, Leute. So, ich baue mich mal rüber zu Kali. So, let's go. Let's go! Nein! Aber ich habe seine Rüstung, da hat's klack gemacht. Wupp! Hab ich ihn getroffen? Man kriegt immer kein Feedback, deswegen weiß man immer leider nicht, ob man die Leute trifft. So. Aber das war safe getroffen. Ja, yeah, oh, mein Schwert ist stark, Leute. Let's go. Oh nein, der Spawnschutz. Der Spawnschutz. Oh Gott. Okay, Leute. Jetzt schnell nur Knockback. Oh Gott, nein, das war eine Werkbank. Nein, ich krieg Knockback. Oh Gott. Knockback. Ich weiß nicht, was ich da gerade gesagt habe, Leute. Wow. Er darf meine Rüstung nicht kaputt machen. Okay, Leute. Jetzt sind wir hier erstmal safe. Glas abbauen. So, und jetzt schnell hoch. Schnell hoch. Nein, der schmeißt irgendwelche Winter. Nein, er cleart. Er hat mein Schwert gelöscht. Er hat mein Schwert gelöscht. Kali, du Sau, ey. Mann, wie komme ich denn jetzt da hoch, Leute? Ich muss das Jetpack anziehen. Okay, ich habe das Jetpack hier. So, okay. Weg mit dir, Kali. So, ich habe halt keine Blöcke mehr, Leute. Was soll ich denn jetzt machen? Bin gespannt, Leute. Gar muss hier mal hoch. Ich esse den Burger, bevor er gelöscht wird. So, wir haben... Oh, nice Extraherzen, Leute. Nice Extraherzen. Let's go. Sprungkraft kriegen wir auch. Auf, Kali! Weg mit dir. Was, der hat überlebt? Oh, ja, da haben wir ihn. So, nur Knockback. Damit er ja auch keinen Stress macht, der Gute. So, und dieses Mal habe ich Blöcke. Oh Gott, wie hoch ich springe! Ja, Kali, ne? Da bringt er dann im Tagtier auch nichts. No, er kriegt mich! Oh, nice, habe ich ihn. So. Okay, warte, ich kann hier hochspringen. Oh Gott, ich baue das instant ab, Leute. Guckt mal, wie im Game-Mode. Crazy, Alter. Okay, GG, Kali, den haben wir. Nein, mein Burger-Effekt ist weg. Und meine ganze Rüstung ist im Eimer. Oh Mann, Robins Rüstung macht hier richtig Stress. Aber oh Gast, ich hab deine Rüstung. Dein Beacon bei dich. Okay, hat mich instant gekillt. Aber sein Beacon ist auf jeden Fall weg. Oh Gott, meine Rüstung, Leute. Das wird so. Oh Mann. Was machen wir denn jetzt? Ich hab halt nichts mehr. Ich kann halt das hier noch ausrüsten, aber. No Knockback. Werfbare Milch. Ich hoffe, sie hat getroffen, Leute. Nein, Mann, sein Bogen ist so stark, der flext mich ja sofort weg, Leute. Okay, wir haben jetzt wirklich ein Problem. Wir haben zwar noch einen Beacon. Hat keine Blöcke mehr. Wir haben zwar noch einen Beacon im Gegensatz zu ihm. Aber ohne Blöcke muss halt natürlich jetzt ein Problem. Er muss halt Blöcke abbauen. Oh, nicht treffen mit dem Bogen. Nicht treffen. Mann! Jetzt habe ich seine Rüstung zumindest ein bisschen... Wartet mal, Leute. Ich kann doch hier... Ich baue ein paar Blöcke ab. Wieso bin ich nicht eher auf die Idee gekommen? Da haben wir ein Schwert. Da haben wir doch ein Schwert. Ja, 5000 Damage, Leute. Wieso bin ich nicht eher auf die Idee gekommen, ich Blödkopf? So, let's go, Leute. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Damage. Mann, hätte ich das mal mit Stärke genommen, mit dem McDonald's-Helm. Ja! Yeah! Es hat geklappt, Leute. Sehr schön. Sehr schön. GG. Oh, Mann, ey. Zusammen mit Queen Prinzessin Ilina. Moinsen. Moin. Hallo. So, Leute, wir haben ja außerdem noch mit von der Partie Lord Bas. Jetzt wäre ich fast in ihn reingeflogen.
Dann haben wir den Hero Gamer und den Nature Boy. Und wir haben die OPsten der OP-Blöcke. Den Shake, den Fortunia, den Crystal, den Mixed und den Plural. Das sind die krassesten Blöcke überhaupt, Leute. Bin gespannt, welche Insel da heute rockt und wer am OPsten ist. Elina, ich mische. Ne? Du kennst das ja. Und Leute, ihr kennt das auch. Während ich hier die Bücher ein bisschen mischle und wir entscheiden, wer welche Insel bekommt, könnt ihr schon mal ganz kräftig den Luck. Button flanken, der wäre ich. Das würde mich sehr freuen, Leute. Und wie gesagt, ich erinnere euch nochmal, das wisst ihr jetzt eh alle schon, ich sag's aber trotzdem nochmal, das Gewinnspiel. Nach wie vor könnt ihr diese fetten Preise da gewinnen, die sieht man glaube ich nicht, ich zeige trotzdem drauf, einfach Kommentar schreiben, Kanal abonnieren und ihr seid beim Gewinnspiel dabei. Könnt vielleicht ein iPad, eine Switch, eine Xbox und ein NASA Space Shuttle gewinnen. So. Okay, Lieder, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 4. 5. 3. Okay, 3. Hero Gamer bekommt Mixed. Die sind alle gut. Ich kann nicht wirklich einschätzen, was OP ist. Okay, Lord Basi bekommt die 1. Shade. Okay, der kann auf seiner Insel bleiben. Nature Boy. 4. 4. Okay, der bekommt die Fortunia. Okay. Ich? Welche bekomme ich? 5. Okay, ich bekomme die Crystal. Okay, das heißt, du bekommst logischerweise die Pluralblöcke. Okay, zack. Looten wir mal kurz die Kiste. Da haben wir eine kleine Überraschung. Und zwar haben wir alle meine exklusiven Lucky-Blöcke. Also alle Blöcke, die quasi von mir sind. Also immer einmal. Ne? Also Prison School, Ninja, Clash Royale, Super Mario, Pizza und. Okay, ich würde sagen, ich bin ready. Wir legen los. Let's go, Dina. Ich gebe dir einen kleinen Insider-Tipp. Ich werde das Holz abbauen, bevor du Blöcke öffnest. Wenn das Holz gelöscht wird, kannst du dir nichts craften. Dann hast du auf jeden Fall ein fettes Problem. Ist doch geil. So, okay. 3 Holzblöcke haben wir, Leute. Das heißt, Holz ist am Start. Ich mache sogar Folgendes, Leute. Ich verteile das hier ein bisschen, damit, falls jemand mit einem Mage-Lucky-Block meine Items löscht, ich trotzdem immer noch Holz habe. Zauberstab des OP-Tranks und Zauberstab des... Oh, Elina. Oh, genau neben deinem Beacon. Yo, bau mal dein eigenes Beacon ab. Let's go. Tja, Elina, jetzt hast du wohl ein Problem, ne? Okay. Schule Lucky Block, Leute. Let's go. Da haben wir rausbekommen die Streberbrille Unbreakable. Die passt sogar auf meine Augen so halbwegs. Okay. Clash Royale Block, Leute. Nix. Oh, das ist immer so bitter, wenn man nichts rausbekommt. Okay, da möchte ich jetzt den Super Mario Block. Alter! Das sind ein paar Monster. Überlebe ich das? Ich überlebe das. Das überlebe ich. Nein, Elina, du Sau, ich hätte es überlebt, ey. Auch direkt. Du hast vor allem den Zombie auch eingesperrt. Ja. Da sind ziemlich viele geile Emerald-Lucky-Blöcke auf meinem Beacon, aber ich habe nicht genug Blöcke, dass man jetzt da hochkommt. Vielleicht kriegen wir die ja noch. Vielleicht kriegen wir die ja noch. Da haben wir rausbekommen eine Wächterhose. Schon 2 Ausrüstungsstücke. Okay, modularer Block. Es gibt... wieso werde ich hier beobachtet? Ey, der hat irgendwas auf mich geschmissen oder so. Da lassen Sie das, Lord Basi, und da lassen Sie das. Das ist voll stark, Mann. Ich sterbe jetzt. Ach, nein, er hat ein Item von mir gelöscht. Er hat viele Items von mir gelöscht. Nein. Aber zum Glück habe ich das Holz aufgeteilt, Leute. Alles easy. Er hat Lucky-Blöcke von mir gelöscht. Ich weiß nicht welcher, aber er hat auf jeden Fall... Ich wollte den modularen Block erklären. Ja, genau. Und zwar gibt es eigentlich nur einen Block, der richtig geil ist. Und zwar, wenn man so eine fertige modulare Rüstung einfach bekommt, die schon richtig geile Verzauberung hat. Aber haben wir gerade nicht bekommen. Regeneration 2, Schnelligkeit 2, Stärke 1, Sprungkraft 2. Ja, das sind auf jeden Fall ein paar recht nice Sachen. Süßigkeitenblock. Ein Erdblock. Nehmen wir, ich brauche die. Ich muss hoch zu den Emeralds kommen. Zack. Nuklear. Nochmal ein Erdblock. Was? Sommer? Wasserbombe von oben. Okay, das hat mir nichts abgezogen. Was ist das denn? Fußball. Oh, das sieht cool aus. Alter, weg. Das war richtig knapp. Ja. Oh, Chris hat dich richtig weggeflext, ey. Flex ich jetzt weg. Ja, zeig mal. Alter! Ihn hat's komplett aus der Stratosphäre gebombt. Was geht ab, ey? Okay, ich habe 3 werfbare Milch. So, Pizza Lucky Block oder letzte Block. Da kriegen wir raus. Oh, 2. Plural. Nochmal. Ach nee, was denn das, Leute? Oh, nice Wasser. Jetzt kann ich hier hochschwimmen. Let's go. Ich habe Pizza-Zutaten bekommen. Ich habe, glaube ich, noch ein bisschen was anderes bekommen. Aber ich muss erstmal hier... weil das Obsidian kaputt ist, ne? Okay, Leute, das ist ja jetzt schon ein bisschen nervig. Lass mich mal hier das Wasser wegmachen. So, okay, Pizza abbauen. Oh, Pizza-Brustplatte. Okay, jetzt gönnen wir uns die ganzen Emeralds. Ich habe Sprungkraft. Alter, wie krass Sprungkraft 2 schon ist. So, den Beacon dürfen wir natürlich nicht abbauen. Das wäre nicht so geil. So, und zwar habe ich bekommen... Ach nee, das ist runtergefallen. Mann, da war aber so eine Prison-Waffe. Das habe ich genau gesehen. Okay, sind wir durch?
Wir sind Pizza-Zutaten, könnt ihr gucken. Okay, wir sind durch. Das heißt, wir starten jetzt. Let's go. Ja, moin, 1 Million Leitern. Die Crystal Lucky. Oh, das ist geil. Das ist geil. Was habe ich bekommen? Die Ultimate Crystal Boots. Ein Teil der ultimativen Rüstung. Hergestellt, um die Welt zu erobern. Ultimate Crystal Bow und den Teleporter Stick und hier irgendwie so ein Schallplattentasche. Okay. Ultimate Crystal Bogen. Den müssen wir benutzen. Ciao. Ciao. Ciao, komm. Mann, ich treffe ihn nicht. Alter, Elina. Willst du Stress, Elina, hä? Du hast mich nicht getroffen. Der Iron Golem hat mich beschützt. Kann gar nicht so weit schießen mit dem Bogen. Nein, er hat mich schon wieder beschützt. Au! Ja, Elina, hä? Da guckst du. So, gut, wir machen weiter. Zack, Crystal, zack. Haben wir ein paar Netersterne bekommen, eine Potion, noch eine Potion. Was können die denn? Lucky Potion und... Oh, Armor Destroyer. Oh nein, your pizza wish. Pizza. Hä? Ist das normale Illuminati-Pizza oder was? Nee, eine andere. Nuklear-Pizza oder sowas. So eine blaue. Hä? Ach, die. Die ist negativ, Elina, glaube ich. Oh, ehrlich? Also ich habe die, glaube ich, nie gerafft, aber ich glaube schon, die ist negativ, ja. So. Wir kriegen... Oh, wartet mal, Leute. Ich glaube, das war OP. Lass mal checken. Okay, Crystal Material. Da haben wir aber jetzt echt schon viel. Magic Meteor, Magic Revival. Magic Meteor, Self Boost. So, ich würde sagen, ein Stack reicht. Ein bisschen Diamant nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Dann hier Magic Meteor. Das nehme ich auch mit. Und hier ist nämlich auch... So, okay. Leute, weiter geht's. Oh, was war das denn? Ach, ein Feuerzeug. Das sah irgendwie crazy aus. Kette, ein Bogen, Brustplatte. Ja, die können auch Dorn haben und so. Lass mal auschecken. Nee. Ja, Dorn 3000, Leute, sag ich doch. Ja, zum Glück habe ich da nochmal nachgeluschert. Ja, zum Glück. Echt OP, Mann. So eine Potion haben wir hier nochmal. Ich weiß echt nicht, wer den besten Random Effects Mysterious Potion... Nee. Ich weiß echt nicht, wer den besten Block hat. Ich meine, die sind alle crazy krass OP. Was sind das denn für Blöcke, die du da hast? Oh. Oh, ich habe sie weggesprengt, die Blöcke. Nice. Cool, was auch immer es für Blöcke waren. Sie sind auf jeden Fall weg. Okay. Meine Insel löst sich auch langsam... Oh, nee, die Tränke sind, glaube ich, nicht so geil. Meine Insel löst sich auch langsam in seine Bestandteile auf hier. Oh, also langsam habe ich mehr als genug Crystal Material, glaube ich, hier. Ich glaube, so oft die Dornbrustplatte werden wir wohl auch nicht brauchen. Wobei, doch, die ist schon stark. Ich behalte die mal lieber. Zweimal den Teleporter-Zauberstab. Noch 3 Blöcke, dann rüste ich mich aus. Block Nummer 1. Okay, was kann das? Vergiftung 2 direkt. Ist ja broke. Jo, brauche ich ja alles nicht. So, Block Nummer 2. Ich hoffe, die Potion ist besser. Oh ja, die ist besser. Nice Potion. Und Block Nummer 3. Major Leg. Okay, das war wieder die Herobrine-Rüstung, glaube ich. Nee, die Dr. Banks-Rüstung war das. Okay, dann rüsten wir uns jetzt aus, Leute, und erobern mal die anderen Inseln. Heute haben wir wir haben eigentlich eine volle Crystal-Rüstung, aber ich kombiniere die ein bisschen mit meiner stylischen Wächterhose. Wir haben hier diese Perks. Wir haben ein Ultimate Crystal-Schwert, ein Teleporter-Stick, einen nicen Bogen. Wir haben echt richtig coole Potions. Die Potion ist mega nice. Das ist mega nice. Wir haben die, das ist richtig cool. Die ist auch richtig cool. Die ist auch richtig cool. Also wir haben, eigentlich echt eine Menge nice Potions. Okay, ich würde sagen, let's go. Let's go home. Elina fliegt erstmal instant rüber und... Ja, das war... Hey, du kannst fliegen. Ihr könnt alle fliegen, Mann. Das geht nah ab. Wieso können denn schon wieder alle fliegen? Ich meine, kann ich fliegen? Nee. Ey. Mann, ey. Okay. Wir bauen uns ganz altmodisch rüber, Leute. So muss das sein. So. Also Hero Gamer scheint nicht so geilen Stuff bekommen zu haben. Da greife ich ihn mal an. Ich glaube, der hat nicht so nice Stuff. So. Zack, zack. Wow, er hat einen Bogen. Ey. Shit. Oh, warte, vielleicht können wir da was machen. Bogen. Habe ich auch. Bogen. Er hat auf jeden Fall eine schwache Rüstung. Jo, Elina kommt da wow, ach nee. Von der Seite. Ist Chris schon raus? Hast du ihn schon gekillt? Also, ich habe den Beacon abgebaut, aber ich habe ihn noch am Leben gelassen. Flight Potion! Hier macht jemand Stress, Lord Basi. Soll ich mal meine Pizza mal essen? Oh, der zieht mir eine Menge ab. Was geht denn ab, ey? Die Pizza, die war tatsächlich nicht so gut. Elina ist raus, weil sie hat irgendwie rumgebuggt, weil Revival buggt manchmal ein bisschen. Apropos Revival, gute Überladung, ich nehme auch mal Revival, damit ich ein bisschen länger überlebe. So, Revival gegönnt. So, noch Knockback gegönnt. So, ich habe ja noch diese werfbare Milch und die Lucky Potion, die gönne ich mir auch mal. So, nimm. Okay, vielleicht können wir ja was reißen noch. Oh Gott, er baut mehr Beacon ab! Nein! Gönn dir Bogen!
Oh, okay, er kann halt fliegen, Mann. Das ist OP. Shade ist krass, ne? Da kannst du nichts gegen machen. So, vielleicht kann ich ihn ja einsperren. Jawohl, getroffen. Jetzt schnell. So, Blöcke. Schnell hoch hier. Mann, das dauert viel zu lang. Oh. Und. Hep. Jawohl. Okay, hat sich gekillt. Ich baue seinen Beacon ab. Und. Nein! Oh Gott. Das war knapp. Magic Revival. Und nur Knockback. Wo ist es? So. Nam. So, okay, Leute. Kann ich ihn. Da ist er. Ich glaube nicht, dass ich ihn killen kann. Wieso macht denn der mir so viel Damage, Alter? Oh, Revival. Nochmal nehmen. So, ich habe wieder Revival. Hey, das ist keine Chance, Leute. Shade ist zu krass. Da kannst du nichts machen. Zack. So, eingesperrt. So, jetzt gönne ich mir aber. So, jetzt gönne ich mir aber den Beacon. Hui. Abbauen die Bude. Abgebaut. So. Mit der Milch muss ich jetzt arbeiten, Leute. Ich muss mich irgendwie verstecken. Hier so am besten. Dann nehme ich nur Knockback. So, okay. Jetzt baue ich mich zu ihm hin. So, jetzt baue ich mich zu ihm hin. Und versuche ihn jetzt da drin zu töten. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Aber ich gebe mein Bestes, Leute. Vielleicht mit einer Milch. Oh, wenn ich so jetzt noch gewinne, das wäre echt schon nice. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht treffen kann von da. Bevor er sich befreit. So, ich komme mal zu ihm hin. So, er mampft was. So, ich muss unbedingt nur Knockback essen. So. Okay, jetzt Milch zum Schmeißen. So, und jetzt noch die negativen Effekte. Zack. Nochmal Milch zum Schmeißen. Geronimo, Leute. Ich habe ihn echt gekillt mit der Milch. Ja. Boah, das war schon nice gemacht. Yo, GG. Herzlich willkommen zu einer fresh neuen Folge Minecraft Lucky Block King. Zusammen mit Awesome Elina Moinsen. Moin. Außerdem mit Hero Gamer und mit Lord Bar. Sie zu viert haben wir heute. Und heute haben wir eine Special Edition, nämlich die VIP Challenge, sage ich jetzt einfach mal so. Denn wir haben heute nur exklusive Lucky Blocks. Das heißt Blöcke, die ihr nur bei uns auf dem Kanal seht. Nämlich die Candy, die Computer, die McDonald's, die Marvel Superhelden. Und hier drin haben wir noch die Squid, die Fußball Ninja Prison Getränke und Modular. Also jede Menge Blöcke, das ist ziemlich cool. Ich los jetzt erstmal die vier Inseln aus. Let's go. Na, sag mal 1, 2, 3. Also welches du? Ich zuerst. Ich krieg die 3. 3, ja. Computer. Okay, nächste. 1. Für dich? Marvel. Ja. Oh, das sind die Besten. Oh Mann, ich weiß nicht. Was? Das sind die Besten? Okay, ich für Simon. McDonald's. 2. Er kriegt die McDonald's, war so klar. Oh. Und, okay, der Robin kriegt die Candy. Buch ist runtergefallen, aber er kriegt die Candy. So, dann looten wir die Kiste und dann geht's auch schon los. Let's go! Squid Block Nummer 1. Oh, ich hab ein Instant! Das ist halt mega cool. Das ist richtig cool. Mein Item! Ich hab's halt echt geklaut. Aber es ist eh so modularer Dornenstern. Vielleicht machen wir uns heute ja mal eine modulare Rüstung, Leute, zur Feier des Tages. So, wir haben ein Bett. Jo, nice. Zack, platzieren wir. So, nächstes. Oh, ich hab einen Rainbow Fidget Spinner. Ich wusste, hä? Was habe ich denn gerade für einen Block geöffnet? Ich bin verwirrt. Ah, nee. Nehmen Sie das, Elina! Oh, ich habe wirklich nicht ein einziges Mal getroffen. Oh Mann, ey. Okay, Leute, wir haben... Alter, wie viele sind denn das? Das sind unendlich Eier, oder was? Elina am Hochschwimmen auf ihre Insel. Ja. Oh, bin nice, ich habe einen Grasblock rausbekommen. Mitgefangene Mega haben dich vergiftet. Eier. Was hast du bekommen? Du hast ein Bikini, ich sehe das. Ja. Mann, aber ich habe irgendwie Mitgefangene haben mich vergiftet. Was geht denn ab? So, wir öffnen mal die Ringe. Resistenz und Stärke. Ja, Resistenz und Stärke. So, dann die zwei Ninja-Blöcke. Alles Gute kommt von ein paar Erze. Das nächste. Eine jawohl. Mann, also bisher habe ich da nicht so nice Stuff bekommen. Ich habe halt eine richtig geile Fidget Spinner Waffe bekommen. Aber ansonsten. Stärke 2. Okay. Und hier. Die Diamantstiefel. Oh, du hast Halbblöcke über dir. Daraus kannst du Halbrüstung craften. Ja, das wusste ich natürlich. Okay. Ja, locker nicht. So Eistee-Rüstung haben wir am Start. Alles klar. Das war's mit den Blöcken aus dem Inventar. Dann beginnen wir mal mit den Computerblöcken, Leute. Block Nummer 1, Block Nummer... Wow! Ein Hexenspawner, weg mit dir. Block Nummer 3, 4 und 5. Oh, yeah. Da sehe ich ja schon mal was sehr, sehr, sehr Geiles. Hey, Wolf, what's good up? What up? Eine Werkbank.
Und zack, zack. So, und zwar haben wir jetzt die leere Waffenhülle kombiniert mit der Hackerhard. Was? Ja, bitte. Hackerhardware. Ja, kombiniere die Hülle mit passendem Source Code und einer Hacker-Hardware. Ach, dann brauchen wir den Code auch noch, oder wie? Hä, da muss hier doch irgendwo. Hä? Liegt der hier nicht irgendwo? Oh Mann, Leute, ich dachte, wir können uns schon das Hackerschwert machen. Boah, was ist das? Aber da müssen wir erst noch warten, Leute. Da brauchen wir noch mehr Computerblöcke. Zack. Boah, ich hab eine mega kranke Waffe. Was? Zeig. Yes. Oh, ich hab. Gut, die sieht nicht cool, besonders cool aus, nee, aber das ist. Mega los. Das ist Zitauri! Zitauri! Guck und mal, ich hab den Cursorbogen. Der schießt. Guck mal, ich schieße Rexa daneben. Guck mal, der schießt Cursorpfeile. Ja, das? Lol, ich seh's. Lol. Nein! Au! Oh mein Gott, du bist mega weggeflogen! Tschüss, Hero Gamer! Und? Wo ist Lord Basi? Hey, wo ist denn der? Versuch mich mal richtig weit weg zu kicken. Okay, versuch mal. Das ist schon ein geiler Bogen. Der hat doppelt so schnell wie ein normaler Bogen, macht 10-fachen Schaden, Flamme, 23, Stärke 20, Schlag 26 und Endlichkeit 5, 6, 28. Okay, heftig. Nur einen endlichen Apfel haben wir auch. Ach da, Simon kann fliegen. Ah, deswegen chillt er da. Okay, Leute, wir brauchen aber nach wie vor die Hacker. Oh Gott, ein Hacker. Oh, warte, mein Bogen ist stärker. Yeah, wir haben ihn weggeflext. Oh yeah, das ist so OP. Ich habe Full-Hacker-Rüstung jetzt von dem bekommen. Full-Hacker-Rüstung. Okay, Leute, das... Und den goldenen Hammer. Okay, wir brauchen aber noch die Waffe tatsächlich. Das ist ja der Hammer. Nein, das ist ja so lustig. Zwei Hosen-Loot-Cases. Öffnen wir noch, da kriegen wir ein paar... Oh, was ist das? Es ist Modifizierungschip. Okay, warte mal. Kombiniere mit Apfel, Karotte, Melone, Kartoffel macht Essen unendlich auf essbar. Okay, wir haben ja schon die unendliche Melone und den unendlichen Apfel. Die geben halt auch immer Effekte, wie ihr seht. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Karotte oder eine Kartoffel. Kann man unendliche Pizza machen? Nee. Hast du eine Karotte oder eine Kartoffel zufälligerweise? Gerade nicht, nee. Schade, Lina. Das hätte ich jetzt gut gebrauchen können. So, was haben wir hier rausbekommen? Kekse? Unendliche Kekse vielleicht? Nee, schade, dann brauchen wir die nicht. So, lass mich hier raus, Leute. So, wir müssen kurz schauen, was haben wir alles bekommen? Die Schutzanzug-Beinhose. Und wir können uns halt aus diesen... Ja, ich glaube nicht, dass wir eine modulare Rüstung machen werden. Ich glaube, ich schmeiß das mal weg. Und dann haben wir noch eine Computergehäusehose. Aber nach wie vor kein Hackerschwert. Ich habe langsam das Gefühl, dass wir das nicht mehr bekommen werden. Aber wir brauchen das Hackerschwert, um was reißen zu können. Ich habe ja gar keine gute Waffe jetzt gerade. Boom! 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 Mann, ich brauche das Hackerschwert! Oh, da war doch gerade ein Source Code, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ben, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, hier ist ein Source Code. Interessiert mich nicht, Elena. Ich habe Source Code. Sorry, gleich. Ich muss gucken. Ich glaube, das gilt für alles, oder? Wartet mal. So. Schwert, Source Code, Hackerchip. Guck mal. Robert, wie komme ich denn hier raus? Ich sehe es schon. Hä, echt? Bei mir ist das voll klein. Achso, nee. What the fuck, du bist ja bei mir. Ja, guck mal, hier ein kleines Präsent von mir. Oh, eine Elina-Statue. Oh ja, habe ich selbst angefertigt. Ist ja nice. Der baue ich jetzt einen Palast aus, ob sie dann was anderes hat. Oh, danke schön. Was anderes habe ich nicht. Sonst würde ich natürlich Diamanten nehmen. So, okay, Leute. Mal weiter. Ich habe ja eigentlich jetzt den krassesten OP-Stuff schon. Eigentlich können wir gleich mal angreifen gehen, würde ich vorschlagen. Da war nochmal Essensmodif. Vielleicht noch ein... Gibt's hier... Was ist das denn? Oh, das war ein geiler Trank, aber er ist runter... Oh, es fällt alles runter, ey. Manu! Hier, das kann ich noch abbauen, Leute. Oh, okay, das ist was Neues. Ein Intel-Chip. Wir bauen jetzt noch den Baum ab. Vielleicht kriegen wir... Oh, je. Das waren doch Chips. Jawohl, das waren Chips. Ich glaube, da sind welche runtergefahren, aber... Ich weiß nicht, Leute, wir lassen sie mal. Und zwar habe ich bekommen einen Nvidia-Grafikkarten-Boost. Und nochmal Intel... Okay, doppelt brauche ich das, denke ich mal nicht. Oh, hier, genau, ein AMD mit Schnelligkeit und Eile. Und wir haben hier noch verschiedene Loot-Cases, aber wir haben ja schon die Hacker-Rüstung, also flanken wir das mal ins Meer. Vielleicht noch so trankmäßig wäre vielleicht noch ganz geil. So Eisenblöcke haben wir. Ich schmeiß mal den ganzen Kram weg, den wir jetzt nicht brauchen werden. Ich bin der schnellste Bauer der Welt. Oh Gott, ich kann ja fliegen, habe ich ganz vergessen. Okay. Alter, Lina, was machst du hier? Wow. Hey!
Du hast mein gesamtes Inventar und mein Jetpack ist kaputt und mein Inventar... Ey, das ist nicht dein Ernst. Ich kann mit Full Hacker auch fliegen. Ha! Tja, Elina, verkackt. Und jetzt... Nee, ich kämpfe hier erst immer gegen. Nö, Elina, jetzt bumm, bist... Alter, du bist ja so und okay. Und der nächste, bumm, da ist er auch weg. Ich baue mich jetzt rüber und werde mich rächen. Nein, du hast irgendwas in der Hand, ey. Lass mich in Ruhe. Du hast mich halt echt... Wie hast du mich getroffen? Ich stand... Was? Hä? Was geht mit meinem Bildschirm ab? Ich stand hinter dem Glas. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Es leckt mega. Oh nein, was ist passiert? Oh, Basi steigt in die Lüfte und baut Simons... Robins Block ab. Mein Gott, ich verwechsel die Namen immer von denen. So. Oh, jetzt der finale Endkampf hier. Aber ich sehe ihn nicht richtig. Oh, er hat ihn. Ich habe aus Versehen einen Screenshot gemacht. Hat er ihn? Ja, okay, aber ich habe selbst hier, eine Mission. Hm. Alter, ich kann auch fliegen, Elina. Und dann lassen sie das. Aber nicht so cool wie ich, oder? Oh Mann, das ist mega... Der Fidget Spinner, das ist ein Zeichen, Leute! Wo. Gegen das Hackerschwert, oder was? Okay, irgendwie ist das gerade echt übertrieben. Yeah! Spawnschutz! Ah, meine Chestplate ist kaputt gegangen. Tja, Elina, blöd gelaufen, ne? Ah, ja. Ah, du hast es echt noch Du hast den selbst in die Luft gejagt, du Doofkopf, ey. Jetzt bin ich gestorben. Das zählt halt. Oh nein, da ist ein Unbeteiligter, der abstauben will, Leute. Wir müssen uns retten. So, ich muss jetzt mal mit dem Inventar wieder sortieren. Du hast das ist schon das Finale. Du hast ja alles, alles kaputt gemacht, ey. Willst du das mal? Ja. Ach, ich kann das gar nicht essen, wenn ich keinen Hunger habe. Machen wir es ein bisschen spannender. Bauen wir gegenseitig die Biegen ab, oder? Okay. Nee, er will sein verteidigen, oder? Aber das ist nicht so clever von... Nee, er baut meinen ab. Nee. Aber wie lange brauche ich denn, um das Ding abzubauen? Was ist gleich? Mit der Pizza. Die Biegen mit der Pizza. Er hat deinen. Echt? Wieso schneller. Oh, das war so knapp, ey, ne? Knapp. Mein Gott, ey. Oh Gott, ich schlag ihn mit dem Bogen, Mensch. Sag mir das doch einer. Oh, er hat halt so viele Tränke. Oh, da kommt der nächste Trank. Ich habe halt leider keine Milch zum Schmeißen. Das wäre jetzt echt... Ich glaube, er wäre dann instant K.O. Nice Ninja-Brustplatte auf jeden Fall, die er da angezogen hat. Boom! Boom, 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 boom. Yeah, die Hackerrüstung, Leute, hat's gerissen. Heute wieder zusammen mit Awesome Elina. Hallo. Hallo! Warum hast du denn da so viel Kuchen stehen? Ist heute ein besonderer Tag, oder was? Ja, ich habe ein paar Geburtstagstorten geschenkt bekommen, denn Leute... Ich habe heute Geburtstag. Uhuhu. Jawohl, Leute. Wir haben schon 3 Geburtstage jetzt zusammen gefeiert. Oder 4 sogar schon. Ich glaube, das ist der 3. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, Leute, ist heute ein ganz, ganz besonderer Tag für mich. Und deswegen will ich heute umso mehr gewinnen. Vielleicht lassen mich die anderen auch gewinnen. Da bin ich mal gespannt. Und wir feiern heute, ja, eine kleine Wiedergeburt. Denn wir haben 5 sehr, sehr coole Inseln mit den Program, den Supernova, den Error, den Mars und den Phoenix-Blocken. Die Phoenix-Blocke, die sind nämlich von Simon höchstpersönlich von Lord Basi gemacht. Da bin ich mal sehr gespannt, was die taugen. Habe ich noch gar keine Ahnung. Und ich lose jetzt mal die Inseln zu, Leute. Ihr kennt das Spielchen ja. Und ich leg mal los, Elina. Du kriegst Buch Nummer 1. Ja. Oh, ja, du kannst direkt auf der Insel bleiben. Bitteschön. Ich nehme mal das zweite Buch direkt. Und, oh, die Phoenix-Blöcke. Ja, da kann ich auch gleich da bleiben. Chris kriegt die Program-Blöcke? Was? Basi kriegt die... Okay, ich hätte es fast geschafft, dass jeder auf seiner Insel bleiben kann. Aber bei den letzten habe ich es hat hingehauen. So, wir bekommen die Phoenix vom Simon. Keine Ahnung, ob die cool sind und wie stark die sind. Aber dann habe ich ja meine Geburtstagstorten auch direkt. Okay, Game Mode 0, dann legen wir los. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das überhaupt noch drauf habe hier mit den Lucky Blöcken. Okay, ich öffne mal. Klar. Ich hoffe für dich, Simon. Meinst du? Die Schuppen ab... Das klingt ein bisschen... Oh, Phoenix-Schuppen. Okay, was können die? Wow, okay, die sind schon mal heftig stark. Also ich hoffe, Simon hat hier schöne OP-Items eingepackt in diesen Block. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal eine Phoenix-Sturm-Bazooka. Ja, Simon kann ich ja damit nicht beschießen. Das ist ja sein eigener Block. Leute, wir beschießen mal... Hero Gamer ist doch da. Zack! Ich hab so zu viel geguckt, hat er mega Schiss, dass du mich... Versuch Nummer 2. Au! Okay, der ist nicht schlecht. Wir haben auch die Höhlenschuhe. Ich habe da zuerst was anderes gelesen. Ich verrate jetzt mal nicht, was ich da gelesen habe zuerst. So. Das Höhlenschiff. Ich habe Maulwurf als Verzauberung. Aber ich glaube, Maulwurf ist negativ. Kann das sein? Weil ich glaube, Maulwurf ist Langsamkeit. Mann, ich will doch keine... Ich meine, wir haben schon mal 200 Damage. Aber mit Langsamkeit... Oh, die Phoenix-Schuhe. Das sind locker die besten.
Auferstehung. Das klingt mir ganz nach Revival, Leute, nach Wiederbelebung. Passt ja auch zu Phoenix. Okay, wir öffnen jetzt erstmal. Oh, da haben wir einen Phoenix-Gem-Block. Öffnen wir auch mal direkt. Bauen wir ab. So, ich mache mal erstmal ein paar Blöcke und wir schauen mal direkt, was ich alles bekommen habe. Ach, das ist Simon. Ja, moinsen. So, was habe ich alles bekommen? Wir haben die Wolkenäpfel, Phoenix Material, Phoenix Apple, Phoenix Brustplatte, Phoenix Block. Wir können uns, glaube ich, gleich auch volle Phoenix Rüstung machen. Das müsste ja die beste Rüstung eigentlich sein. Nam, nam, zack, zack. Ich habe, einen werfbaren Inventarclearer, Elina. Ich würde mal nett zu mir sein, sonst kriegst du den direkt ab. Was brauche ich denn? Hose und Helm. Wir haben ziemlich viel Material, da können wir uns gleich direkt beides machen. Und ich kann mir auch ein Phoenix-Schwert machen, gibt's das? Jawoll! Phoenix-Schwert! Aber ich glaube, meine Sachen sind nicht so OP. Also schon geil, aber ich glaube, ist nicht in dieser Runde der stärkste Block. Was haben wir hier? Jetzt haben wir andere Gems, was können die? Lindenblatt-Material. Lindenblatt, okay. Wir craften mal eine Brustplatte und einen Helm. Genau. So, und was habe ich denn hier? Höhlensachen habe ich hier bekommen, Phoenix. Ich brauche noch eine, und ich habe ja vom komplett Phoenix, ja passt. Oh, was ist das? Das ist ein anderes Material, das kennen wir noch nicht. Ach, das Höhlenmaterial. Ja, da haben wir ja schon ein paar Rüstungsstücke von. Nochmal ein Brunnen, zack, zack. Oh, das ist noch ein Material, Asche-Material. Ja, aber ich glaube, wir räumen ein bisschen auf. Ich glaube, dass, jetzt habe ich das Phoenix-Zeug weggeschmissen. Ich glaube aber, dass Phoenix tatsächlich am besten ist, aber... Oh, mit den Wolkenschuhen können wir fliegen. Moin, Elina, was geht denn ab? Nix. Ein paar. Ach, du hast hier Mars, OP-Apple und so weiter. Was ist das? Jo, was ist das denn hier? Ich habe eine übelste krasse Hose aufgesammelt. Ey, Elina, das ist gemein von dir. Ich habe die Mars Military Leggings dir geklaut. Die ist übel stark. Die habe ich schon. Echt? Okay. Ja. Und ich habe das hier von dir geklaut, Elina. Warte mal, das hier. Oh. Das hier. Als ob ich das jetzt nicht getroffen habe. Du hast dich nicht mal bewegt. Das lassen wir jetzt mal so. Das ist nicht passiert. Hey! Wow! Bin tot. Alter, das wird immer schneller! Das wurde immer schneller. Ich glaube, mein PC wäre irgendwann abgestürzt, ey. Yo, Elina, du willst Stress? Du willst Stress, oder? Bam! 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 Au. Bam! Au, bam! Au, was ist so doof? Ja, man kann leider nicht so weit schießen damit, das ist ein bisschen doof. So, zack. Zack, das ist eine Bluthose, wenn ich das richtig erkenne. Blutrache 2. Ah, Stärke. Okay, Stärke ist geil. Stärke ist sehr, sehr geil sogar. Zack, kann weg, weil wir haben nicht so starke Schwerter. Da brauchen wir. Wir brauchen gut Stärke, Leute. Weil wenn wir Stärke. Sagen wir haben Stärke 4, das ist dann mehr als 4. Wobei das Schwert ist schon ziemlich stark. Was hat deine stärkste Waffe, Elina, bisher? Meine stärkste Waffe? Unendlich. Na, okay, dann ist es vielleicht doch nicht so stark. Also, Robin hat irgendwie voll... Oh nein, das ist bestimmt Supernova-Rüstung, die wir noch nie hatten, was aber die stärkste sein soll. Das könnte sein. Simon hat... Das sieht richtig komisch aus. Simon, nimm mich nachts! Oh, ich kann nicht so weit... Oh, doch, man kann so weit schießen. Die Bälle sehen nur so aus. Ah ja, okay, gut. Das ist bestimmt, ich wollte Schlange sagen, aber Schlange gibt's ja. Ach, das ist Lindblatt-Material vermutlich. Ja, genau. So, okay, sehr schön. Ich baue noch den Baum hier ab, aber ich glaube, das war's mit dem Baum auch schon. Ja, dann ist der Baum auch schon wieder komplett weg. Mein Beacon ist noch da, alles gut. Und ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg zu den ersten Gegnern. Lass mich mal was testen. Oh Mann, ich wollte es gerade essen. Ciao, Robin. Oh. Ciao, Chris. Oh, Chris hat nur Knockback, ey, Mann. Oh nein, meine Rüstung geht kaputt. Jo, der zieht mir was ab. Ich muss essen, Leute. Wolkenapfel, Schuppenapfel und Nittenblattapfel. Oh. Och, nee, Elina, Mann. Ich kill so jemanden, Elina. Ich sag dir das. Ich hab jemanden gekillt. Ich hab wirklich jemanden so gekillt. Ja, ich habe einfach geschlagen geworden und der, das ist der, wir sind ein Dream Team, Elina. Ich glaube, ich schlage hier häufiger Leute, das klingt irgendwie so. Elina, was machst du hier? Ich mache hier gar nichts. Oh no, mein Dings ist kaputt gegangen. Ich greife mal Chris an. Mit der Bazooka! Chris hat halt keine Rüstung mehr, ne? Ciao. Was hast du mit Chris gemacht? Oh nein, der hat Spawn Protection, Leute. Okay,
Ich kann ja fliegen zum Glück. Das war meiner. Nö, der gehört jetzt mir. Tschö, Chris, tschö. Oh, ich komme ja nicht hoch. Hey, Chris, bleib doch mal ganz ruhig. So. Ha! So. Raus ist er. Wuhu, auf zu den ich hab's verkackt. Nein, er ist noch drin. Hier ist er doch. Stopp. Dann mach doch. Jetzt ist er raus. Lord Basi ist der Nächste. Okay. Nein, Lord Basi kann ich nicht angreifen. Das ist ja sein eigener Block. Aber wir nehmen mal den Inventar-Clearer auf Robin. Oh, krasse Range. Okay, ich muss essen. Er hat gute Waffen. Er zieht mir extrem viel ab. So, ich esse hier einiges. Okay, jetzt den Inventar-Clearer mal. Oh. Ah, Simon ist krass. Oh, mein Schwert ist stark. Oder ich habe irgendwelche krassen Wege. Zack. Ich habe Sachen von ihm Hä, ich habe seine ganze Rüstung gelöscht. Oder? Ich habe den Inventar-Clearer auf ihn geworfen. Da hat's einiges gelöscht auf jeden Fall. Nice, Simon. Sehr schön. Boom. Zack. Phoenix Lucky Potion. Oh, da unten liegt. Was? Hä? Leute, was ist... Hä? Was denn? Ja, der Inventar-Clearer. Hä, der hat was ganz Verrücktes gemacht, die Lina. Wow. Was denn? Ja, sein ganzes Zeug liegt jetzt hier. Das liegt hier einfach verteilt. Das muss ihn irgendwie... yo! Hä, das ist ja mega OP. Oh, Atomschuhe. Der hat sein ganzes Zeug liegt hier, Elina. Ich weiß auch nicht, wie das... Ich habe hier den Supernova-Donut Stufe 10 zum Beispiel. Dann habe ich Galactic Material Vanilla-Donut habe ich hier. Blaubeer-Donut habe ich hier. Ein Atomschwert. Vanilla-Donut! Und Blaubeer-Donut! Jetzt wird alles gegönnt. Dunkles Material, Apfel. Enchanted Mars, Apfel. Wo bist du denn? Ich schlag gerade auf dich ein, ey. Aber das scheint dich nicht wirklich zu jucken. Wartet mal, habe ich hier noch irgendeinen Clearer oder so? 20.000, den Illusionsbogen, Wolkenapfel. Willst du wirklich, dass ich den abbaue? Nö! Oh, abgebaut. Gar nicht gut, gar nicht gut. Wow! Oh Mann, ich Dann baue ich deinen ab. Ach, du kannst gar nicht fliegen. Oder? nicht getroffen, du blinde Nuss. Okay, Leute, jetzt das Finale. Ich habe nur 2 Tode, Elina. Du weißt, was das heißt. Ich muss Oh Gott, meine Hose ist kaputt, Leute. Habe ich hier noch... Doch, ich habe die Schuppenhose noch. Okay, let's go. Mit Panzerung 4. Nein! Ja! Oh Mann! Heute gibt es Oldschool Action. Wir befinden uns in einer Runde Lucky Block King mit 4 alten, nicen Blöcken. Clays, Mars, Plural und Time Machine. Das muss ich selbst überlegen, ey. Und dort haben wir Robin, Ebro und Chris. Und damit, hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebro. Hallo. Ey, wir machen so heftig Oldschool, Leute, als kleines Weihnachtsspecial. Ich habe hier sogar die Bücher vorbereitet, wie damals, Leute. Wir losen aus, wer welche Insel bekommt. Alter, das ohne Witz, so original haben wir das schon safe 2 Jahre nicht mehr gemacht. So, normalerweise macht das Selina immer, da die aber gerade nicht da ist, darfst du heute bestimmen, wer welches Buch bekommt. Warte, ich muss hier ganz wie früher, Leute, durchmischeln. Okay, welches willst du? 1, 2, 3 oder 4? Ich will 2. 2, okay, du kriegst Mars. Weißt du, welcher Block Mars ist? Nein. Ja, rat mal. Warte mal, ich glaube hier. Ja, okay, war nicht schwer zu erkennen. Okay, jetzt machen wir, welches kriegt Robin? Die 3. 3. Clays. Okay, das müssen wir ihm irgendwie geben. Robin, bleiben Sie still. Da. Okay. So, jetzt Chris. Chris kriegt die, was fehlt da noch? Ja, 1 oder 4? 4. Ja, du kriegst natürlich die Nummer 1. Plural. Hä, welches habe ich denn jetzt? Das ist übrig. Die Time Machine. Boah, ich hätte lieber Plural gehabt, die Roman. Ja, es tut mir leid. Time Machine ist okay, aber jetzt auch nicht super geil, glaube ich. Ja. So, Diamantspitzhacke, Tago. Wir legen los. Zuerst natürlich den Holzbaum ab. Ah, du auch. Alter, ich habe Achievement bekommen. Hä, wieso kriege ich das nicht? Ah, ich hatte, glaube ich, schon. Oh, war ja weggepackt. Hä? Alter, da wurde er, glaube ich, gerade getötet. Oh mein Gott, so, das Schwert. Was ist das für eine Waffe? Ah, man kann nicht draufdrücken. Scheiße, ich dachte, man kann sich's angucken. Okay, 3 Holzdinger. Hier heute aber geizig gewesen. Leute, vergesst nicht, den Like-Button zu flaggen. Ich will ja nice Support sehen, wenn ihr mehr Lucky Block King-Episoden sehen möchtet. Oldschool-Format. Ja, okay. Oh, ich hab ein Geschenk. Ja, die Geschenke sind mega OP. Weihnachts-Update. Also, das ist aber noch aus letztem Jahr. So, wir haben ein Shadow-Schwert. Ey, Problem ist, ich werde halt keine Blöcke kriegen, glaube ich. Oder hat der Block Blöcke? Wir werden es sehen. Ich habe 2-mal das Shadow-Schwert. Oh. Blöcke. Nehmen wir. Alter, ich habe Erze bekommen. Erze sind nicht gut in dem Modus, Evo.
Ärzte sind scheiße. Aber besser als keine Ärzte zu bekommen, weißt du? Falls ihr neue Zuschauer seid, die damals nicht am Start waren, ich erkläre mal ganz kurz die Regeln. Jeder hat einen Beacon. Der Beacon ist quasi wie ein Bed in Bed Wars. Das heißt, sobald das Ding abgebaut wurde, respawnt man nicht mehr und hat quasi sein letztes Leben. Ja. Oh mein Gott, ich hab eine Waffe. Das war Chris, nicht ich. Hä? Chris ist aber gestorben. Ja, die war halt so heftig, dass sie sich selbst mitgekillt hat. Alter, ein Helm, Shadow Helm, unzerstörbar. Ja, okay. 900 Damage, wir verbessern uns stückweise, Stück für Stück. Den nehmen wir als Beacon Shots, warum nicht, Leute? Ah, bei mir ist gar nichts mehr vorhanden, Ben. Ja gut, deine Blöcke sind doch da, wer brauchst du ehrlich? Sorge mal Emeraldos her. Ach, dein Beacon ist weg. Ja. Ja, nee, das zählt. Hat den sofort getötet, okay. Mag ich auf durchgespielt, Alter. Speedrun, ey, also gut. Nee, es zählt nur. Abgebaut. Nur abgebaut. Du darfst ihn da noch wieder platzieren, aber. Okay. So, okay, wir checken mal kurz aus, ob wir uns hier. Aha! Oh mein Gott. Guck mich mal an. Sekunde, ich craft mir gerade eine Smaragdrüstung als Backup. Ey! Ich bin runtergefallen! Hast du an mich geschossen? Nein, das war Chris. Das soll mal chillen, Alter, mit seiner Kanone. Ich hab doch Gacke, ey. Mann, ich hab. Oh, haha, das sind die geheimen Tricks, die ich hier kenne, Alter. Die du nicht kennst und ich dir auch nicht verraten werde. Das ist nicht nett. Ich bin im Wasser. Bam, bam. Ja, du kannst aus Dracheneiern was ziemlich OP-mäßiges machen. Falls du ein Drachenei kriegen solltest, dann tu das einfach mal in die Werkbank rein, dann wirst du schon. Okay, Ich meine, wie nett ich bin. Dankeschön. So, na, die Schwerter kann ich ja jetzt wegschmeißen, brauchen wir ja nicht mehr. Das behalte ich sicher jetzt aber mal, man weiß ja nie, oder? Okay, ein paar mehr Blöcke wäre auch ganz gut. Ah, also, ich sollte ja gucken, wo, hallo? Ja, guck mal, warte. Hallo. Alter, wie viel Damage hat das Ding? Oh, das ist eine gute Frage, ich glaube, das ist 1 Million. Warum ist das schlecht? Das ist mehr als ich, ich habe nur 666.000. Okay. Ich dachte schon. Dornen X, Alter, aber es ist halt Eisen. Weg damit. Ah! Alles okay? Alter, yo, meine Gang! Schnell ich die wegflexe. Bam, 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 bam. Das bringt mir alles nichts, Leute. Ey! Ey! Teleporting Rich Dude, was hast du im Angebot, mein Guter? Aha. Das. Alter. Oh mein Gott, Ben. Das passt einfach nicht auf meinen Bildschirm. Oh nein, was hast du gekriegt? Man, ihr habt die viel besseren Blöcke. Ich hatte so Pech, Alter. Das, was ich in der Hand habe. Ich weiß nicht. Das ist mega heftig. Ich gehe drauf und das passt einfach nicht auf meinen Bildschirm. Oh mein Gott. Oh, eine Werkbank. Gut. Ich bin Ebro. Meine Waffe ist so heftig. Die passt nicht mehr auf meinen Bildschirm. Oh, was, Ben? Du hast nur Kacke. Ja, Käse übertrieben. Ich habe auch gute Sachen. Aber ich habe immerhin zumindest mal 300 Herzen oder so. Herberfeind, das haut doch gar nicht hin. Hier steht plus 100 Herzen. Aber ich habe ja gerade mal plus 20. Und ich sehe nichts mehr, Alter. Ja, nice. Hey, plus 20 ist nach Adam Riese, aber nicht plus 100. Die habe ich ja schon. Die ist unzerstörbar. Also doppelt brauche ich hier dann vom Prinzip her eigentlich nicht. So. Du hast es mal fertig jetzt hier mit den Levels. Wie viele Level hast du? Ich hab 35. Oh mein Gott, Alter. Robin hat Full Clays. Okay. Aber Chris sieht noch mau aus. Chris hat nur Müll. Oh, ich hab so ganz viele Äpfel, aber irgendwie. Okay, ich hab zwei. Ich hab mehrere sehr gute Portions. Die ist positiv, negativ. Ich muss die mal sortieren. Positiv, positiv. Okay. Alter, ich hab genug Blöcke. Und was für welche? Okay. Was ist das? Hey, Material? Crystal Gem. Das kenne ich gar nicht. Was ist denn Crystal Gem? Weiß ich nicht. Kann man damit craften? Nee. Sinnlos. Also wenn ich voten müsste, würde ich sagen, du hast die stärksten bekommen. Ja. Dann Chris. Ja! Dann Chris, dann Robin, dann ich, würde ich sagen. Dann hast du die schlechtesten. Nee, ich glaube schon. Habe ich doch gern gemacht. Nee, die sind voll verbuggt, Alter. Die geben plus 80, also weniger. Aber trotzdem habe ich mehr Herzen. Ja, moin, da sage ich nicht nein. Okay. Ich brauche dringend noch Hose und Schuhe. Und nicht den 100. Oh mein Gott, ich habe so viele Sachen hier. Okay. Oh, und nicht 100. Mal einen Helm, Alter. Schuhe, ne, das ist aber Eisen, Alter. Ich dachte jetzt hier nicht unbedingt an. Sind das Chicken Wings? Ach nee, ist. Gut. Jawohl, Darko Boots, sehr schön. Ich werde halt, Leute, ich sag euch so, wie es ist. Ich muss mich da, glaube ich, ein bisschen raushalten. Ein bisschen auf Luck hoffen, so.
Das ist ja alles nichts. Kann man aus diesen Stars vielleicht irgendwas craften? Ne, schade. Na gut, ich habe die Rüstung. Die kann mir den Arsch retten dann später. Schauen wir mal. Ich glaube, meine Waffe ist ziemlich OP. Oh, mit Luck. Ich glaube, das ist auch nice. Natürlich ist deine Waffe OP, die ist auch nochmal OP. Alter. Wenn ich das aufwerte, es könnte ja auch recht interessant werden. Mann, ich bin hier, Robin stirbt in einer Tour, ich bin auch gar nicht gestorben. Dafür müsste ich eigentlich auch mal einen Bonus kriegen. Ich bin nur zweimal gestorben. Ja, eben. Siehst du, zweimal mehr als ich. Ja, aber nur zweimal. Nee, stimmt gar nicht. Ich bin auch einmal gestorben, war voll gelogen. Ja. Ja, wusste ich nicht. Doch. Alter! Oh, guck mal, ich am Weg zu dir. Hallo! Hallo! Was ist das für eine verdammte Insel, Alter? Wieso ist die so groß? Okay, was machen wir jetzt mit der Insel? Ich kann ein bisschen mehr Holz abbauen, das ist schade. Geht das damit schneller? Nee. Denke mal, das wird nicht schaden. Aber greifen die mich an? Hm? Nee, ist bei Bieten noch da? Ich weiß nicht, welches Schwert besser ist. Wo ist meine Insel, Alter? Ah, da. Nee, die ist noch da. Aber heftig versteckt. Ah, hier drunter. Hä, da muss beim Bieten ja... In dem Haus hier? Nee. Ja, da wurde mein Beacon, glaube ich, gelöscht. Oder ist der... Nee, der kann... Hey! Random Event started? Nee, aber warte mal, wenn hier meine Insel ist, dann muss ja der Beacon... Nee, okay, dann hat der Baum den gelöscht. Ja, da musst du dir kurz einen wiederholen. In der Mitte gibt es welche. Hab ich mir jetzt auch geholt. Sonderangebot. Ja. Sonderangebot. Nicht Sommer. Nicht Sommerangebot. Nein. Okay. True Shot, okay. Ja, ich glaube, aus dem Time Machine kann ich halt Real Talk eh nichts Besseres mehr. Ich brauche halt noch eine Hose. Ja. Aber ich habe ja vom Zipper die Hose. Ja, das ist natürlich geil, Alter. Problem ist... Ja, die sind zu stark, ey. Mann. Kann die nicht benutzen. Oh, Mann. Ich brauche noch eine Hose. Gib mir da eine Hose. Was ist das? Ach, haben wir schon. Noch irgendwelche Kristalle. Drachenei, okay, können wir das mehr Material machen. Nicht, dass mir das irgendwas bringen würde, weil die eh unsterblich, also eh zu stark sind. Komm. Schuhe. Gigaboots. Kann mit einem Laserschwert machen. Ja, das ist nicht so gut. Weg damit. Mann, ich kriege mal. Oh, Eisenschuhe. Geht da gerade. Was hab ich denn nicht wanted? Oh. Hose! Nice! Full Setup! Mann, ich hab voll die schlechte Rüstung, Alter. Ich werd so gassieren. Mit einbauen wird jetzt gleich lustig. Okay, ich habe jetzt eine Fly Potion. Ich renne jetzt zu Chris. Ich muss beim Beacon erstmal. Hast du deinen Beacon wieder platziert? Ja, hab ich. Mars OP Schwert Level 2. Ja, okay, mein Beacon war ungefähr hier, denke ich mal. Okay, wir beobachten den Kampf. Evo. Alter, was ihr für OP-Sachen habt? Ja. Oh! Ah. Chris hat halt nur einen Helm. Ah, hier ohne Brustplatte. Oh! Also sein Beacon steht noch, oder? Hä? Nee, sein Beacon ist weg. Hä? Oh, dann ist es explodiert. Aber der wurde gesprengt. Ja. Oh. Oh, da ist Robin. Wo? Oh. Nicht bei mir, oder? Nee. Meine Taktik ist es einfach so zu bauen, als ob der Beacon gar nicht zu mir gehören würde. Oh, ja gut. So, ich glaube, dass du mich übelst wegflexen wirst. Weiß es nicht. Oh mein Gott, ich sehe meine... Ja, moin, Alter! Hey, soll ich denn da was reißen? Ich muss die Potions, das ist meine einzige Chance. Ich hab So. Ach so, wartet, Leute, ich habe auch das falsche Schwert genommen. Hier, jetzt haben wir das richtige. Okay. Mit dem richtigen Schwert können wir vielleicht was reißen. Okay. Ich weiß nicht, ich habe so viele Sachen im Inventar. Das Robin mit einem heftigen Bogen. Untergeschlagen. Okay, Mann, hier ist voll viel Gold, Alter, weg damit. Ich habe so eine coole Potion, ich will die mal gern benutzen. Möchtest du die gerne nehmen? Negativ. Oder wen soll ich denn? Ja. Nee, kein Bock. Ah! Hä? Öffne seine Blöcke. Alter, ich fliege. Jo, er hat einfach so ein Monster-Dreizack, Alter. Ich kaffe jetzt Chris an. Warte mal, habe ich irgendeine Potion? Weiß nicht mal, wo deine Insel ist. Ich habe ja auch versteckt. Lass kämpfen, Evo. Ich bin in der Mitte. Go. Okay. Oh nein. Oh, meine Dingens wurden geändert. Okay, wartet. Wir haben hier noch Schnelligkeit. Gibt irgendwas von mir Fly? Nee. Mein Inventar
habe die ganze Zeit geswitcht. Okay, es hält 6 Minuten. Bam. Okay, jetzt haben wir eine ganz gute Pause. Okay, jetzt greift er mal Chris an oder so, würde ich vorschlagen. Wo ist denn der hin? Weiß ich nicht. Ah, steht auf seiner Insel noch. Ah, oh, Tage! Wollten wir dich halten? Ja, ja, du hast zu lange gebraucht. Ah, jetzt greife ich Chris an. Ja, es tut mir leid. Oh. Mann, du Ey, meine Steuerung ist umgekehrt. Ja, bei mir auch eben gerade, deswegen war es nicht so nice. Ja, hast du Chris besiegt, Alter? Ist ja übel OP. Ja? Hey, Bro! Aua! Wo bist du? Du leckst voll unter dir. Oh. Mann, hä? Ja, du tötest mich halt nicht. Es ist halt Rückstoß. Ja, ja. Komm, lass hier, lass in das Haus rein und hier fighten. Alter, ich hab viel zu viel Plünderung. Lass ins Haus rein und da fighten. Ja, du hast mich schon angegriffen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hey, meine Insel ist wieder da. hat noch jeder sein Beacon? Ja, ich glaube schon. Ich baue mit Emerald-Blöcken. Oh nee, Robin ist, glaube ich, raus. Hab ich gar nicht mitbekommen, Alter. Ich habe nichts beigetragen. Weil meine Blöcke auch so schlecht sind, was soll man da machen? Ist vertauscht wieder. Ey, die Bazooka ist so OP. Wenn ich fliegen könnte, würde es mich ja null jucken, aber ich kann nicht fliegen. Hey, Chris hat kein Beacon mehr, ne? Sicher? Ja, aber der macht doch gerade. Geil, was er gemacht hat. Ich greife ihn jetzt an, Alter. Ja, er spawnt und fällt direkt runter. Warum immer da verblöcke ihn? Ja, aber Hey! Wie konnte ich anfangen? Ja, Mann, Ebro! Oh, es tut mir leid. Mann, ich hätte ihn gehabt, ey! Hä, wo ist denn sein... Oh, du hast ihn, glaube ich, schon gekillt. Ja, ich hab ihn auch, aber ich hätte überlebt auch, wenn du Nervensäge mich nicht abgestaubt hättest. Ey, Distanzwaffen verboten, ich hab keine. Ich war weg. Ja, ich hab keine Chance gegen dich, safe nicht. Was ich mit der... Ich hab hier so ein paar Sachen und ich weiß nicht, was ich mit denen anfangen kann. Ich nehm das, Leute, I don't know. Der ist jetzt eine Mango... Oh! Ja... Die Herzen ragen über mein Bildschirm hinaus. Oh, warte. Ich sehe dich nicht. Hi. Hallo. Mann, dein Rückstoß ist halt so nervig, ey. Tut mir leid. Ich habe leider keine andere Waffe. Oh. Wo bist du? Was mach ich damit? Das war so daneben, du Lusche. Nein, oh Gott. Bin einfach runtergefallen. Oh, das wollten wir ja nicht machen. Upsala, sorry, weg damit. Scheiße! Oh, kann ich damit machen? Okay. Ah! Ja! Ja, okay, auch ohne Knockback habe ich keine Chance. Ich kann nicht mal tauschen, meine Rüstung ist viel zu schwach, Mann!